Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 184. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Jener erste FC Köln gewinnt in der Automobilstadt Wolfsburg mit 1:4 und festigt damit seinen Platz in der Champions League, da wo er hingehört, wissen wir ja alle, steht aber auch einigen großen Wochen entgegen, denn die nächste Woche beinhaltet Spiele gegen Nizza, gegen Union Berlin und danach auch noch ein paar andere Europa Conference League Knaller. Also volles Programm, das wird alles zu besprechen sein. Und ja, wie hier schon im Twitch-Chat geschrieben wird, auf geht's. Auf geht's auch mit meinem ständigen Co-Moderator, der weiß, dass wir gegen Wolfsburg 2:4 gewonnen haben und nicht 1:4, wie ich gerade fälschlicherweise behauptet habe. Ja, hallo Marco. Ja, hi, moin. Ich wollte eigentlich tatsächlich etwas summen für alle unsere Zuhörer. Ja, lieben Gruß nach Wolfsburg an denjenigen mit den 3,5 Millionen. Ohne Zusammenhang, we are not gonna take it, gesummt. Warum, wissen wir auch nicht so genau. Können wir uns keinen Raum reinkaufen. Letztmalig. Schade. Stimmt, schade, Januar jetzt. Ist er weg, ne? Ja, schade. Schade, schade, schade. Kriegt er bestimmt auch noch so eine Altersabfindung von Wolfsburg, irgendeine Schlägerrente. Ja. Naja, gut, aber wenn wir jetzt mal alles besprechen, natürlich wie immer nicht alleine, sondern wieder mit einem Gast. Bei uns ist der Christian. Moin Christian, grüß dich. Hallo, grüßt euch. Schönen guten Abend alle. Ja, freut mich, dass du da bist. Erstmalig heute dein Podcast-Debüt. Deswegen lass mir dir auch direkt mal das erste Wort zuteil werden. Wie hast du denn das Spiel gegen Wolfsburg, das 2:4, wahrgenommen? Ja, also ganz entspannt eigentlich. Schön zu Hause auf der Couch. Ich meine, dass wir uns nach Rückständen keine Sorgen machen müssen und nicht in Panik verfallen müssen als FC-Fans. Das wissen wir jetzt seit gut 12 Monaten. Deswegen war ich eigentlich relativ ruhig und dachte mir, wenn ich eh bei euch zu Gast sein darf, dann nicht mit einer Niederlage. Und die Jungs haben es halt hinbekommen, dass es schön geworden ist. Also man kann mit allem zufrieden sein, denke ich mal, was sie da gezeigt haben. Zwei, drei kleine Schwächen, aber das ist ja nun mal noch normal bei uns, oder? Das ist leider richtig. Marco, was hast denn du so ungefähr nach 4 Minuten dieses Spiels gedacht? Geschrieben habe ich Top-Start. Oder super Start und gedacht habe ich so, yo, fängt hier tatsächlich sehr, sehr gut an. Und ich habe tatsächlich Angst und Bange gehabt, weil der FC, also nicht der FC, sondern weil Wolfsburg für mich so eine Mannschaft ist, wenn die, glaube ich, mal einen richtig guten Tag haben, können die dich halt komplett auseinandernehmen. Das war jetzt Gott sei Dank am Samstag nicht so ein Tag. Und bin tatsächlich verwundert und muss dem Christian recht geben, also diese Comeback-Qualitäten vom FC sind tatsächlich schon sehr, sehr, sehr geil. Also das macht tatsächlich sehr viel Spaß, aktuell den FC zu sehen. Und wie gesagt, wir werden ja nachher auf unsere Matchwinner mal zu sprechen kommen. Das macht einfach rundherum einfach wirklich aktuell nur Spaß. Und ja, ich freue mich, dass es so ist, dass es tatsächlich Prost an den 0,2 Kölsch, der sagt Trinkspiel, bei ihm tatsächlich trinkt er ein. Kann er gerne tun. Dafür würde ich sorgen, dass er heute die Podcast-Aufnahme nicht beendet mit uns. Tatsächlich. Tatsächlich ist das so, ja. Also muss auch mal tatsächlich sagen, nein, ich höre es damit auf, das nervt mich tatsächlich selber, ich habe es mir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes nochmal angehört und wenn man da selber nicht drauf achtet, fällt einem das gar nicht auf, wie oft man bestimmte Wörter sagt. Also es tut mir leid, es ist keine böse Absicht. Das ist, wenn man einfach, glaube ich, so ein bisschen aus der Lameng spricht, manchmal einfach so. Aber ist tatsächlich, schon wieder, macht tatsächlich wirklich Spaß, den FC wirklich zu sehen. Moment. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Du hast aber auch recht, was ja auffällt, alle diese Mannschaften, die gerade in der Bundesliga so ein bisschen, ich sag mal, Krise haben, also sei es Leverkusen oder sei es hier Red Bull, die hatten ja alle ein Spiel drin, wo sie mal total souverän gegen ihren Gegner gewonnen haben.
Ne? Also zum Beispiel Leverkusen hat ja 3-0 oder 3-1, weiß ich jetzt gerade nicht, gegen Mainz gewonnen, ganz souverän und da sehr früh schon sehr hoch geführt. Und Leipzig hat auch irgendein Spiel zwischendurch mal sehr souverän gewonnen. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, wenn du einmal da 1-0 führst als Wolfsburg, dass du, genau wie du gerade gesagt hast, in so einen Modus reinkommen könntest. Ne? Dann müssen wir halt ein bisschen mehr machen nach vorne, müssen noch ein bisschen offensiver spielen, wir sind ja eh mal ganz gut für ein Gegentor. Dann hat vielleicht der gute Herr Max Kruse einen Sahnetag und dann kann es auch mal böse werden. Aber, und da stimme ich jetzt dem zu, was Christian gesagt hat, die Mannschaft hat natürlich ganz unwegdiskutierbare Comeback-Qualitäten, die ja schon ganz oft gesehen haben. Man glaubt ja jedes Mal immer nicht so ganz daran, dass es jetzt wieder funktionieren wird. Aber ich fand extremst beeindruckend, wenn man sich so die gesamten, ja, also diese Gesamtumstände um den Verein herum anschaut. Also du reist da ohne einen richtigen Stürmer hin. Du reist ohne richtigen Rechtsverteidiger dahin. Du hast nur noch zwei richtige Innenverteidiger im Kader. Der dritte ist erst in der Nacht verpflichtet worden. Und hast da irgendein U21-Spieler auf der Bank sitzen. Es gab viel Diskussion und gefühlt hat ja schon so das Internet irgendwie die Weltapokalypse rund um den 1. FC Köln herbeigeschrieben. Du weißt, dass du jetzt in die englischen Wochen reingehst und ich kenne FC-Mannschaften der Vergangenheit, die wären nach diesem 1-0 in dieser Gesamtgemengelage zusammengebrochen. Aber das ist, glaube ich, so die große Kunst der Baumgart-Truppe, seit der da ist. Die brechen halt nicht zusammen. Die haben halt immer so ein Spiel drin, wo es nicht so geil ist. Okay, sei geschenkt, aber die haben eigentlich nie eine Phase, wo sie mal zwei Spiele in Folge irgendwie schlecht spielen und verlieren würden. Diese Saison noch gar nicht verloren zum Beispiel. Das finde ich eine unheimliche Stärke. Und das ist, glaube ich, das auch, was Baumgart und sein Trainerteam dieser Mannschaft eingeimpft haben. Also, wir haben schon verloren. Was sind ja, die Herber, aber ich meine in der Bundesliga. Aber in der Bundesliga, also, gebe ich dir recht, ja. Regensburg zählt aber auch nicht dann wirklich. Ne? Haben wir auch nicht verloren. War ein 2-2 streng genommen. Ja. Ne? Also Verherber in Unterzahl, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich glaube, mit 11 Mann sieht das auch anders aus, dieses Spiel. Aber ich meinte jetzt wirklich nur diese 5 Bundesligaspiele tatsächlich. Ja, ja, aber es wirklich, wirklich, wirklich gute Leistung. Und wie gesagt, hätte uns einer gesagt, dass Kingsley Schindler am 5. Spieltag Rechtsverteidiger spielt und das so stark macht, das ist schon sehr, sehr gut. Hat sogar in die Kicker-Elf des Tages geschafft, ne? Ja. Sagt nicht immer was aus, aber ja, in dem Spiel war er, glaube ich, einer der MVPs, deswegen habe ich ihn auch hier auf dieses Vorschaubild gepackt, was ihr jetzt hier bei Twitch seht und die anderen sehen es als Thumbnail auf YouTube. Der zweite MVP sieht man direkt daneben. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall mal über Florian Kainz reden. Was der Junge gerade abreißt, ist schon wirklich richtig gut. Ja, ist ja. Kann man nicht anders sagen. Also ich finde, er war ja eigentlich nie so der Leader im Vordergrund. Ich meine, optisch kommt an Hector ja eh keiner vorbei. Aber ich meine, er übernimmt Verantwortung. Das hat man beim Elfmeter gesehen. Wenn andere dann vielleicht nicht so draufgehen wie er. Und unglaublich wichtig, wenn man überlegt, dass der für weniger Geld spielt eigentlich, fragt man sich, warum. Also in der Form könnte er, glaube ich, in jeder Bundesligamannschaft spielen. Ja, ich denke, man hat auch gegen Stuttgart gesehen, wie die Mannschaft anders performt, wenn er nicht da ist. Das war ja so offensiv mit das eher harmloseste Spiel, das Stuttgart-Spiel. Und die Pause scheint ihm ja gut getan zu haben, weil gegen Wolfsburg jetzt hat er ja, ich habe mir sogar extra eine Statistik rausgesucht über Florian Kainz. Die muss ich euch einmal nicht vorenthalten. Augenblick, ich muss sie nur gerade raussuchen. Ihr könnt aber gern so lange noch reden, bis ich sie gefunden habe. Ah, ich hab's. Okay. Ein Tor natürlich, ne, der Elfmeter, klar. 4 Schüsse, 2 Assists, 3 Großchancen kreiert, 4 Schlüsselpässe und 9 von 11 Duelle, also Zweikämpfe, gewonnen. Und 9 von 11 ist für einen Offensivspieler ein richtig starker Wert. Also der macht halt nicht nur in Sachen Tor irgendwie ordentlich Rabatz, der hat auch jetzt dieses Baumgart-Ding verinnerlicht, dieses Anrennen, Kämpfen, Ball erobern und so weiter. Hat auch mit dem Hector auf seiner Seite unterstützt. Also ja, eigentlich ein rundherum perfektes Spiel von ihm. Ja, das stimmt. Definitiv, also wenn man sich den Pass auf Ljubicic anguckt, das ist schon wirklich gut. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und auch den auf Adamian, ne? Oder auf Adamian, genau. Ja. Tor. Auch geil übrigens, auch da gilt wieder, ich kenne auch FC-Mannschaften, die nach dem 2-3 noch das 3-3 kassiert hätten. Also Freiburg lässt grüßen. Ja. Ne? Ja. Da denken, glaube ich, alle dran. Da hat auch der Reporter ein paar Mal drauf verwiesen.
aber dann einfach quasi im direkten Gegenzug das 4-2 machen und damit halt sofort jeden Zahn ziehen, ja, auch eine Stärke. Ist wirklich, wirklich erwähnenswert, dass man eben weiterspielt, dass man sich eben nicht hinten einigelt wie sonst in den Jahren zuvor, dass man weiter sein Spiel macht, egal wie es steht, egal was passiert. Das macht wirklich Mut. Also wenn man dann mal überlegt, wie viele Spieler tatsächlich wirklich ausfallen, dann ist das schon krass. Und mit so einem Abwehrgefüge reißt du ja auch einen wirklich, wirklich wichtigen Baustein auseinander. Und Schindler spielt das, als ob es kein Problem wäre. Und da ziehe ich den Hut vor, wirklich. Ja, und die Wolfsburger haben ja gezielt versucht, seine Seite anzugreifen. Ja. Irgendwann ist ja Max Kruse auch auf links rausgekippt, quasi, um da immer anzugreifen. Aber hat einfach nichts gebracht. Also einer kam mal durch, aber auch den hat in die Innenverteidigung irgendwer dann weggeklärt. Ja. Ja. Also tatsächlich Max Kruse gut in Form. Also der könnte hier auch beim Stadtteilclub um die Ecke spielen. Alte Herren. Ja, das wird gerade hier im Chat gefragt. Würde Max Kruse aktuell bei uns spielen? Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, Max Kruse hat also die Frage ist, ob er unter Baumgart spielen würde, aber ja, von der Qualität. Das meine ich ja nicht, Frage, das, also er ist, glaube ich, jetzt nicht der Typ, der ultimativ anrennt und da presst und da alles gibt. Das glaube ich nicht. Aber so Max Kruse, da hast du auch im 16er keine Chance geben. Also ich meine, die beiden Tore, die da auch Lukas Mescher macht, das ist schon sehr, sehr gut. Also ja, die haben schon genug Qualität. Der wird da nicht spielen. Also in welcher Welt spielt der denn in der Baumgartenmannschaft? Nee. Also nach zwei Wochen komplett überworfen, die beiden. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Vielleicht würde aber so ein Baumgart den auch hinkriegen. Meinst du, dass der jetzt in seinem Alter nochmal von seinem Lebensstil abweichen möchte, nur um auf Platz 7 zu stehen und anzulaufen? Ich weiß es nicht. Baumgart hat auch einen Anthony Modest reaktiviert bekommen, ne? Ja, aber der war ja nie so ein Lebemann. In dem Sinne, dass die sagen, der hatte immer einen Musterkörper beispielsweise, der kam jetzt nie mit Übergewicht aus dem Urlaub zurück, der wird auch privat nicht bei McDonald's sitzen und Shisha rauchen und irgendwas. So. Da gebe ich dir recht, ja. Ja, vielleicht, ja. Kruse ist tatsächlich sehr speziell, ich glaube, aber das wusste man in Wolfsburg, ja. Also ist ja jetzt nicht so, dass der in Wolfsburg sich jetzt einmal um 180 Grad gedreht hat. Nö, deswegen, das ist richtig. Ja. Ja. Naja, eine Zeit lang war er wirklich derjenige, der alle anderen um sich herum besser gemacht hat, als seine Mitspieler. Aber ich glaube, der war auch körperlich noch in einem bisschen anderen Zustand. Also Kovac ist ja auch so ein Schleifer, ne? Vor allem sein Bruder Robert ist der, glaube ich, sehr auf Disziplin und so weiter ausgelegt. Der spielt ja erst, seit von oben die Ansage kam, dass er spielt. Und das ist natürlich als Trainer auch so ein bisschen das Todesurteil, wenn du auf Zuruf einen Spieler aufstellst. Hattet ihr auch ein bisschen das Gefühl, dass diese gottlose Wolfsburger Truppe da gegen den Trainer spielt? Also wenn sie es jetzt schon machen, dann ist es echt ein ganz, ganz schwacher Charakter. Dieses Eindrucks konnte ich mir aber nicht erwehren. Also die haben ja fast um das vierte Tor gebettelt, ja, Nachdem sie den Anschluss gemacht haben. Ich fand, Union wollte ich schon sagen, ich fand Wolfsburg wirklich nicht gut. Also die haben ja in ihrem Kader, glaube ich, wenig Spieler, die ich nicht haben wollen würde. Und wenn du dann siehst, was so ein Waldschmidt da vorne macht, das ist ja, also jetzt mal wirklich Lukas Mescher da rausgenommen, war das ja schwer. Also war das ja wirklich schwer, sich anzugucken. Und wenn man dann zu Rate zieht, was die pro Jahr ausgeben an Spielergehältern, an Ablösesummen, und da kommt nichts zustande, das ist doch erschreckend. Aber ob das jetzt gegen den Trainer, ich war mir unsicher, seit wann Wolfsburg diese Dreier- und Fünferkette spielt. Seit genau diesem Spiel. Okay. Ja. Ja. Davor hat auch Giavogi keine Rolle gespielt, der jetzt der Abwehrchef war. Mhm. Ein schöner Zeitpunkt, damit anzufangen. Ja, ich wollte sagen, es hat uns, glaube ich, also ich fand die da nicht wirklich sattelfest. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war von Sebastian Bonnau erschreckt. Ja, und dann hast du da so ein Maxi Arnold, so ein Unsympath drin spielen. Also, boah. Vielleicht ist uns das Spiel aber auch, also das Spiel kann auch komplett anders laufen.
Ich glaube, wie wir gespielt haben, also vor dem 1-1 hatte Kruse ja diese Kopfballchance, wo er relativ frei im 16er zum Kopfball kommt und den so Meter, Meter 50 neben's Tor setzt rechts. Wenn da das 2-0 fällt, könnte auch der Ofen aus sein. Dann machst du halt relativ zeitnah dieses 1-1. Dann, ich glaube, 10 Minuten später dieses Tor, was dann als Eigentor gewertet wird, wo aber der FC dann auch am Drücker war. Und dann kriegst du auch noch diesen Elfmeter. Also ich meine, da läuft ja wirklich alles darauf zu, dass du dieses Spiel tatsächlich schon vor der Pause gut in deine Bahnen lenkst und dir auch Sicherheit gibt. Weil wenn du da mit 2-1 in die Pause gehst und Wolfsburg macht schnell das 2-2, kann das genauso in die andere Richtung tendieren. Und das war schon wirklich die Zeitpunkte waren jetzt nicht so verkehrt für die Tore. Ja, ich denke, zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass wir da auch hätten 6 Tore schießen können. Also Ja. ich glaube, wenn da so ein Borussia Dortmund in Topform kommt, wo Haaland und Moukoko und Reus Bock haben, die können auch mal 6 Tore schießen. Oder Bayern mit ihren 12 Stürmern da. Wenn die so spielen, die Wolfsburger. Also allein Hüseyin Basic hatte ja eine Monsterchance hinten raus nochmal. Und auch davor gab es so ein paar, wo du immer denkst, so, oh. Also allein 2 Schüsse ans Außennetz waren da noch, ne? Eins von Skiri und das andere von, weiß ich nicht mehr, Jubicic oder so. Ja, du kannst auch locker 6 Tore schießen und dann will ich mal sehen, wie Wolfsburg da mit dem Trainer weiterspielt, weiterarbeitet. Ja, also war sicherlich kein Spiel, was nachhaltig für Kovac spricht, das kann man sagen. Hier wird noch gefragt, ob das vierte Tor glücklich war, also das Adamian am Tor. Das war eiskalt. Also klar, der Pass, der da nach vorne geht, der kann auch anders kommen. Ich dachte auch, als er den Ball mitnimmt, da mit dem Kopf, der rutscht ihm weg. Aber auch das hat er hinbekommen und dann, sagen wir mal, eiskalt verwandelt, oder? Ja, also zweimal richtig Klar, Glück der geht gehabt. glücklich durch, aber. Ich glaube sogar, weil er den mit dem Kopf so ganz komisch unorthodox annimmt, ist der Abwehrspieler so verwirrt, dass er nur deshalb an ihm vorbeikommt tatsächlich. Ich glaube, mit einer saubereren Ballannahme hätte der Abwehrspieler da auch mehr Chancen gehabt einzugreifen. Und dass er dann an den Innenpfosten von da aus dann ins Tor geht und nicht wieder rausspringt, ist dann schon ein Stück weit glücklich. Aber da gilt halt auch, du musst als Stürmer halt erstmal da stehen, du musst den Lauf machen, du musst den Schuss dann auch nehmen, und dann ist das Glück halt da auch mit den, ja, Plattitüde, aber mit den Tüchtigen. Also ist tatsächlich auch das, was man da sagen kann. Also der Ball kommt, ich meine, war das gegen Giavogui oder gegen wen war das ins Laufduell? Gegen Giavogui, ne? Also der Adamian nimmt dem ja 3 Meter ab. Und wenn du dann diesen Geschwindigkeitsüberschuss hast, kann das natürlich passieren, wenn du ganz viel Pech hast, verlierst du den Ball bei dieser Kopfmitnahme. Und ja gut, dann trifft er den Pfosten und von da aus geht's rein. Jo, aber du schießt halt, also du suchst halt dir, du nimmst dir halt diese Chance und du nimmst den Schuss und jeder Ball Richtung Tor hat eine Wahrscheinlichkeit reinzugehen. Mal höher, mal weniger, aber das war ja astrein gespielt. Also, dass keins diesen Ball spielt und dass dann Adamian, der noch, ich sag jetzt mal, fit reinkommt. Also der ist ja in der 65. Minute eingewechselt worden, da mit Geschwindigkeit kommt, das war schon sehr, sehr gut. Also kann man nicht vieles zu sagen. Also war positiv überrascht. Ist natürlich auch cool, dass Adamian dann sein Debüttor macht. Das nimmt ja immer so dieses, jetzt hat er endlich sein Tor gemacht, weg. Ja, Das ist, glaube ich, das ist, auch glaube ich, wichtig gut für für die ihn auch, Stürmer. für ihn Ja. persönlich, ja. Und du machst halt wieder, also jetzt mal das Eigentor, wenn wir das jetzt noch Jan Thielmann geben, machen 4 verschiedene Spieler die Tore. Und wenn man sich das anguckt, wie sich das tatsächlich verteilt, dann ist das tatsächlich sehr gut, weil ich glaube, keins ist unser bester Torschütze mit, ich glaube, 2 Treffern. Guck jetzt einmal nach. Aber ich finde es tatsächlich ganz gut, dass sich das so ein bisschen aufteilt. Wir haben es ja tatsächlich vor der Saison gesagt, dass jetzt alle so ein bisschen in die Bresche springen müssen. Genau. Kainz 2, Ljubicic 2, Adamian 1, Dietz 1, Kilian 1, Thielmann 1. Und wenn man da bei Thielmann noch das Eigentor dazu zählt, dann haben wir 3 Leute mit 2 Toren. Und Ja, so wird es den Rest der Saison aussehen, denke ich mal. ja, aber Ja, aber wenn es so läuft, dann ist das eine schöne Sache, ne?
Genau, also wie oft haben wir gesagt in Podcast-Aufnahmen, ja, wir brauchen mal mehr Gefahr auch aus der zweiten Reihe. Und die haben wir halt einfach jetzt. Die haben wir jetzt, ja. Also was da so Ljubicic Woche für Woche abreißt, ist tatsächlich schon sehr, sehr stark. Absolut. Und auch der, den kannst du ja überall hinstellen. Das ist so ein bisschen wie Hector. Den kannst du auf die 6 stellen, auf den rechten Flügel, auf die 10. Den kannst du wahrscheinlich sogar neben irgendeinem Thiel mal in Sturm stellen. Der wird das auch nicht so schlecht machen. Und Rechtsverteidiger hat er auch schon gespielt in irgendeinem Spiel mal. Also das ist echt so eine Geheimwaffe. Ja, und was mir aufgefallen ist im Spiel auch, dass Ljubicic und Thielmann durchaus auch mal so die Rolle getauscht haben. Also dass Thielmann dann ein bisschen weiter rechts war und Ljubicic nach vorne gezogen ist. Das macht es natürlich auch für den Gegner jetzt nicht einfacher, das zu verteidigen. Wenn du da halt immer wieder gegen den anderen stehst und jetzt überlegen musst, scheiße, was macht der, mit welchem Fuß dribbelt der, was macht der für Moves, da setzt ja der Kopf an. Und wie gesagt, es gibt an dem Spiel, ich glaube, wenig auszusetzen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich finde es auch beeindruckend. Ich hätte Hussein Basic ein Tor noch gegönnt, aber das ist ja schon reine der pure Wunsch einfach dahinter. Ja, aber gut, dass er mal spielen durfte, ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppern durfte. Ich sag mal, Hussein Basic wird noch wichtig werden. Hier der Hallo FC schreibt auch, er könnte die Überraschung der Saison werden. Ich glaube auch, dass der noch eine Rolle spielen wird, weil er zumindest auch in der Bundesliga, also auf dem ganz hohen Herrenniveau, einen super Zug zum Tor hat. Also der schießt ja auch in der U21 seine Tore, der hat überall seine Tore geschossen, in der Vorbereitung beispielsweise auch. Wir werden viele Spieler brauchen dieses Jahr, die Tore schießen. Und ja, allein wenn er 3 schießen würde in diversen Wettbewerben, wäre das ja schon eine ganze Menge. Ja, und tatsächlich, der geht unbedarft da rein, nimmt sich den, also das ist ja das, was auch tatsächlich dann Freude macht. Du hast einen Spieler, der wie 3 Ligen überspringt, ne? Ja, von der 2. auf die 2. 2 Ligen. Genau, von der 4. auf die 1. Und der geht da mit einer Lockerheit rein und das macht's ja auch spannend. Also diese Variabilität, die tut uns, glaube ich, gerade ganz gut. Und wenn du da so Spieler nochmal reinwirfst, wie Martel, Hussein Basic, auch Lemperle, Meiner, Adamian, das ist ja alles jetzt nicht so, dass du sagst, pff, gut, da kannst du einen Turmbeutel dann in die Hälfte legen. Und wie gesagt, wir haben immer noch einige Verletzte und dann sitzt da immer noch ein Pedersen auf der Bank, da saß noch Georg Strauch und Smajic auf der Bank, also auch 2 junge Kerle. Das ist schon sehr cool. Also mir macht es gerade wirklich, wirklich, wirklich richtig Freude und das ist doch auch mal schön, wenn der FC uns so Freude macht. Genau. Wie viel Freude hat euch denn André Duda gemacht, wird hier im Chat gerade gefragt. Boah, stets bemüht, könnte man sagen. Also dass er Fußball spielen kann, das wissen wir wohl. Nur das mit dem Wollen klappt bei ihm, glaube ich, nicht immer ganz so. Also ich finde schon schön, wie er den Ball annimmt, wie er verteilen kann, aber naja, wenig Körperlichkeit, sage ich mal, und der Einsatz, der könnte halt ein bisschen mehr noch kommen. Dann hätten wir vielleicht auch an André Duda wieder mal Freude. Also ich finde schon, er war bemüht, nach hinten mitzuarbeiten. Ja? Also bemüht, nach hinten mitzuarbeiten, meine ich. Was ihm noch fehlt, ist halt das, was Marc Uth irgendwann dann raus hatte in der letzten Saison. Der hat ja auch lange Anlaufzeit gebraucht. Dieses nach hinten mitarbeiten, aber trotzdem vorne präsent sein, wenn es drauf ankommt. Und das hat er nicht. Also ich kann mich jetzt offensiv an so gut wie gar keine Szene von André Duda erinnern. Hat auch eine eher überschaubare Zweikampfquote mit 33%. Zum Vergleich, Tigges hat 50% und Thielmann hat 56%. Also da kann er, glaube ich, noch ein bisschen an sich arbeiten. Und dann ist halt die große Kunst im Baumgart-System für den Zehner, dass man rausfindet, wann man sich auf die 6 zurückfallen lässt und nach hinten arbeitet und wann man vorne in Aktion treten muss. Und das hat er noch nicht raus, diese Balance. Ja, ist tatsächlich, ich finde, er fällt aktuell noch aus dieser Mannschaft am meisten ab. Aber auch André Duda ist ein Spieler, der kann dir halt diese Geniestreiche zaubern. Ja, das kann. Und diese Spieler können extrem wichtig werden, weil Duda mit Bock und mit gutem, also mit vielleicht noch ein bisschen mehr Spielpraxis, der hat jetzt auch lange nicht gespielt, das kann auch noch eine Waffe werden. Also
hätte uns einer gesagt, dass Kingsley Schindler in der Bundesliga diese Einsatzzeiten bekommt, hätten wir doch für bekloppt gehalten vor 2 Jahren. Und der spielt das solide runter. Und ich glaube, man darf halt eins nicht machen. Der Baumgart hat einen klaren Plan für sein Spiel und setzt die Spieler dafür ein, die er dafür braucht und das sieht. Aber was man halt auch letzte Saison auch in dieser 24-7-Doku gesehen hat, der nimmt halt jeden mit. Der nimmt halt auch so einen Schindler mit. Der nimmt jetzt halt auch einen Duda mit. Und ich glaube, das sieht man gerade jetzt, dass du halt mehr als nur 11 beziehungsweise 15 oder 16 Leute brauchst. Weil wir haben eine hohe Belastung. Das heißt, es werden immer mal Spieler ausfallen und die musst du dann halt irgendwie ersetzen. Und wenn es halt fachfremd ist. Ja, geht ja nicht anders, ne? Es geht nicht anders, genau. Also wir sind nicht Bayern München, Borussia Dortmund, die diese Kaderposition adäquat doppelt besetzen können. Und das wird man sehen. Also ich weiß auch, also bin mal gespannt, wenn Marc Uth dann wieder da ist und ein bisschen im Training ist. Ich glaube, dann wird Marc Uth sicherlich da die Nase vorn haben, aber so ein gesunder Konkurrenzkampf schadet dem Fall, schadet dem Team ja nicht. Ja. Klar, und Marc Uth wird halt auch nicht von jetzt an alle. Nein. Was, wie viele Spiele haben wir denn noch? 19 plus 6, Minimum 35 Spiele, wird Marc Uth auch nicht machen. Also da musst du rotieren. Da muss ich, glaube ich, du da sogar noch eher gegen Olesen erwehren, wenn der wieder fit ist. Weil ich denke schon, dass das Uth vorbei die Nase vorn hat. Ja, entweder nimmt er das dann an, der gute Herr Duda, oder eben nicht. Aber wenn er es nicht annimmt und sich von einem 19-Jährigen oder wie alt der sein mag, verdrängen lässt, 20, dann ja, ist es halt so, ne? Ja. Dann hat es vielleicht auch nicht gereicht, um sich dann gegen Matthias Olesen durchzusetzen. Ja, aber das macht ja auch Konkurrenzkampf aus. Klar. Also jetzt Olesen, Hussein Basic, Meiner oder wer sonst was ist, das sind die Spieler, die jetzt von hinten angreifen und ihren Kaderplatz einfordern. Und Olesen ist übrigens 21. Ja. In meiner Wunschvorstellung, wenn ich mal so richtig spinnen darf und einfach mal so eine Utopie entwerfen darf, geht's im letzten Conference League Gruppenspiel um nichts mehr, weil wir schon qualifiziert sind und idealerweise schon sicher Erster sind, also nicht mehr um eins oder zwei Spiele. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist es eher so, dass wir da schon ausgeschieden sein werden. Also ich wünsche mir, dass wir irgendwann die Saison Spiele haben, wo es um nichts mehr geht. Vielleicht, weil wir am 30. Spieltag schon rechnerisch gerettet sind und nach oben geht auch nicht mehr viel und so. Damit du auch mal diese ganzen Leute von Anfang an spielen lassen kannst. Ja. Also Hussein Basic, Strauch vielleicht auch mal reinschmeißen, Smajic, ne? Lemperle immer von Startelf an die Chance geben. Das wirst du wahrscheinlich eher nicht machen, wenn es noch um richtig viel geht. Also da ist Baumgart, glaube ich, auch nicht so ganz der Typ, der jetzt da komplett die wilde Jugend ranlässt, wenn Alternativen zur Verfügung stehen. Aber das wäre so mein Traum, dass man denen auch jetzt die Saison gibt, die Möglichkeiten in der Saison gibt, einfach mal so 90, 180, 270 Minuten zu sammeln am Stück. Und ich glaube auch, was Toba Leka gerade schreibt, ist halt auch extrem offensichtlich. Also wir sind halt die laufstärkste Mannschaft dieser Liga. Ja, liegt aber auch mal ein bisschen daran, was der Gegner mit dir macht, ne? Also. Ja, aber ich kann mich an Jahre erinnern, da waren wir weit abgeschlagen letztes Jahr. Richtig. Da haben wir mal gegen Union Berlin, glaube ich, 18 Kilometer weniger. 18 Kilometer weniger, also, genau. Ja. Genau. Ja, ja. Und wenn du in einem Spiel gegen Wolfsburg 3 Kilometer, 3,5 Kilometer mehr läufst, ist das schon eine Hausnummer. Ja, die haben dir halt auch die Räume dafür angeboten, wo du reinlaufen konntest. Ja, das hat Stuttgart, aber du musst es halt auch machen, ne? Ja, klar, aber es hat Stuttgart eben nicht getan. Deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, jetzt nur die Laufleistung immer als Indikator für Leistung heranzuziehen. Das ist sie auch nicht. Ja, ja, ich glaube, dass das halt, und was halt auch wichtig ist, wir sammeln halt jetzt wie so ein kleiner Hamster Punkt für Punkt für Punkt, haben jetzt schon 9 Punkte, guck mal nach unten auf die Tabelle, 6 Punkte Vorsprung auf Augsburg, 6 Punkte Vorsprung auf Schalke, 7 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg, 9 Punkte auf Bochum. Und das sind Punkte, die kann uns keiner mehr nehmen. Wir haben jetzt eine positive Tordifferenz von +4. Das ist alles richtig, 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 richtig gut. Und
Wir werden diese Punkte dann auch mal brauchen, weil aufgrund der Belastung kann ich mir vorstellen, dass wir werden auch leider Spiele diese Saison mal verlieren. Also ich würde es auch nicht schnell haben wollen, aber es nimmt so diesen Druck von der Mannschaft, unbedingt gewinnen müssen. Und Ja, das ich ist meine, schon sehr, sehr geil. das Ist Gute ja ist ähnlich zu wohl, letzten Jahr quasi, ne? ja, Also erstmal genau. nach unten schön Puffer schaffen und dann schauen wir mal, wie die Saison so weitergeht. Wir sind im Soll und alles, was nach oben geht, ist ein Bonus halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und einfach mal so überraschend auch mal ein Spiel gewinnen gegen Wolfsburg. Na, das hatten wir halt so selten in der Vergangenheit, dass du halt so komplett out of the blue mal so ein Spiel relativ souverän gewinnst. Das sind ja so die Sachen, die, wo wir uns immer gesagt haben, das ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Union Berlin oder Freiburg und uns. Die gewinnen halt mal gegen diese morallosen Truppen da. Und das können wir jetzt inzwischen halt einfach auch. Und das finde ich schon ganz geil. Ja, ist tatsächlich wirklich sehr cool. Also ich Ja. glaube auch, dass die Mannschaft mittlerweile an sich glaubt und an das, was Baumgart denen erzählt, weil das ist ja alles ganz cool, dass du da eine Vision hast und eine Idee hast. Aber ich glaube, so Spieler müssen das ist wie überall anders auch, wenn jemand mit einer Idee ankommt und so mir so ein Luftschloss baut und du stehst dann da irgendwann vor diesem Schloss, malst dir das aus und stehst vor so einer Trümmerbude, dann sagst du auch so, nicht so Ja. geil, glaube ich da dran. Und das ist ja jetzt auch nichts, was komplett völlig vom Himmel fällt. Also das haben wir letzte Saison schon gesehen. Und ich finde auch, dass Spieler auch noch mal weitere Schritte gehen. Also ich finde, Kainz hat sich tatsächlich stabilisiert. Also der war ja tatsächlich sehr, immer so sehr wankelmütig und hat tatsächlich hier irgendwo seinen Weg gefunden und geht denn jetzt hier mit uns mit und das freut mich halt ungemein. Ja. Was wir Oder halt. halt Ljubicic auch, was der Ja, genau. für eine Entwicklung geht. Ich meine, nicht, dass er überall spielen kann, nicht, dass er sich überall wohlfühlt, was der in seinen jungen Jahren jetzt halt auch für eine Ruhe ausstrahlt und die Dinger dann halt eiskalt versenkt. Das ist, boah, das ist ganz groß, finde ich. Also ich denke halt bei jedem Tor, das er macht, automatisch an letzte Saison gegen Gladbach, wie schön der die da eingeschoben hat und Wahnsinn, echt Wahnsinn. Also das ist in seinen jungen Jahren irgendwie jetzt halt bei uns auch schon so eine Art Leader geworden, sage ich mal. Und das Man hätte sieht man jetzt, vielleicht warum auch nicht er direkt gedacht. Kapitän bei Rapid war, ne? Tatsächlich. Wo das kommt. Ja, nee, sehe ich genauso. Und was ich halt auch cool finde, das hat, glaube ich, der Thomas Reinscheid auf Twitter geschrieben. Es ist halt beeindruckend, wie die Mannschaft allen Untergangsszenarien einfach trotzt per Leistung auf dem Platz. Also nach diesen ganzen Verletzten jetzt unter der Woche, dann nach dem Stuttgart-Spiel und dann diesen wenig Aktivitäten auf dem Transfermarkt haben ja einige schon quasi gesagt, 2017er Vibes, also alles wie 2017. Wann hatten wir 2017 neun Punkte? Gar nicht, wahrscheinlich. Hinrunde? 2018 erst irgendwann. Boah, wahrscheinlich spät. Also Ja, ich tippe mal, wir haben ja die Rückrunde begonnen mit 2 Siegen, ne? Und hatten ja im ja. Hinspiel gegen Wolfsburg auch gewonnen. Also wir hatten 3 Spiele in Folge gewonnen. Also hatten wir wahrscheinlich am 19. Spieltag 10 Punkte, würde ich mal sagen. Ich guck jetzt gerade eben. Das ist meine Prognose. Hatten wir nicht kurz vor Weihnachten gegen Leverkusen in der Saison gewonnen? Ich meine, wir hätten gegen Wolfsburg den ersten Saisonsieg im 17. Spiel eingefahren. Und dann mit Beginn der Rückrunde hatten wir gegen den HSV und gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen, glaube ich. 2017, 18 hatten wir am Ende 22 Punkte, Ja, um guck das mal, haben wir mal jetzt schon fast die die Hälfte Hälfte. von. Ja. Und ich gucke jetzt einfach mal, ich gucke mal auf den 17. Spieltag, das war Ende Dezember, also 15. bis 17. Dezember. Und da hatten wir sage und schreibe 6 Punkte. Ja, da haben wir gegen Wolfsburg gewonnen, ne? Am 17. Genau, Spieltag. 1-0, genau. Dann guck mal bitte 18. 19. Ich sag, das war HSV und Gladbach 2 Siege. War das Terodde-Ding gegen Ja, Gladbach? last bitte T-Rodge. Ja, das war nämlich der 18. Spieltag, genau. Da hatten wir dann 9 Punkte. Genau. Und danach HSV 2-0, ne, oder? Ja, ich glaube, ja, ich gucke. 2-0, genau, 2-0 gegen den Ja, HSV. auch Terodde, glaube ich. Na, also da sieht man, das waren dann 12 Punkte nach 19 Spieltagen. Die werden wir jetzt nicht erst nach 19 Spieltagen haben, Nein, behaupte ich einfach nein, mal. nein, nein. Das ist tatsächlich. Schön. Ich freue mich. Genau. Ich freue mich. Aber auch wieder bezeichnend, hat ja gerade auch im Chat der Schornstein und Schmauch geschrieben,
Ja, wir FC-Fans neigen natürlich schon zu himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt. Ne? Also nach Regensburg waren wir Abstiegskandidat Nummer 1. Nach dem Sieg gegen Hertha dann war doch wieder alles gut. Nach dem Hinspiel für Hertha waren wir schon ausgeschieden aus der Conference League Dingsbums da. Nach Stuttgart war auch schon wieder großes Unkenrufen wegen den ganzen Verletzten. Und jetzt sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ich glaube, da darf man einfach nicht zu sehr immer da wochenweise reingucken. Da muss man mehr das große Ganze sehen und so ein bisschen so diese rheinische Mentalität einfach so nehmen, wie sie ist. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass du auch irgendwo gebranntes Kind bist. Also ich meine, du hast damals 2017 diese wahnsinnige Europa-Euphorie gehabt und bist dann so krachend aufgeschlagen, dass du, also das hat bei mir tatsächlich echt gebraucht, bis ich mich davon so ein bisschen erholt habe. Und ich habe irgendwie aktuell einfach das Vertrauen in die handelnden Personen. Hatte ich damals, glaube ich, auch zum gleichen Zeitpunkt. Ich habe auch immer gesagt, ja, der Schmadtke wird das schon irgendwie machen. Und ja, Stöger wird uns da irgendwie rausholen, aber das ist halt einfach unaufgeregt. Also können ja jetzt dann auch mal so ein bisschen auf diese Transferaktivität schauen, dass du eben nicht irgendwen, einen Anthony Brooks holst oder irgendeinen Spieler, wo du sagst, ja, der hat schon mal Bundesliga gespielt und vielleicht kann der das. Das macht's halt schon gut. Ja, Und dann wobei ich jetzt holst Brooks du. gar nicht mal schlecht gefunden hätte, ehrlich gesagt. Nein, Ne? nein, also ich hab jetzt einfach nur irgendeinen Namen gesagt, Ich der mal gehandelt war. wette, Horst Held hätte Salif Sané geholt, mit Wahrscheinlich, ja. Knieverletzung, Ja. 5 Jahre Vertrag, 1,8 Millionen aufsteigend, Für also. Astro und hier Armin Harit von Schalke oder so, für 12 Millionen Ja, oder so, ja. weil er beide halt noch kennt aus Schalker Zeit, also Ja, gerade genau. Salif, ja, und Hannover auch wahrscheinlich. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Wir haben stattdessen Zvonimir Soldos Sohn Nikola Soldo geholt. Und da ihr beiden wahrscheinlich intime Kenner der kroatischen Liga seid, Ja, habt ihr irgendeine natürlich. Meinung zu dem jungen Mann? Er spricht Deutsch, soll der Vorteil sein. Ne? Ist eine schöne Ja, Sache, aber spricht besser ansonsten. Deutsch als meine Schüler. Also insofern alles gut. Vielleicht schwebelt er sogar noch ein bisschen. Ja, so ein kleines bisschen, ja. Und hat ganz niedlich so eine Zahnspange drin. Ja, ganz putzig eigentlich. Ja, wenn er so ein Ruhepol ist, wie sein Vater war, dann können wir ihn auf jeden Fall gut gebrauchen. Ist auf jeden Fall ein spannender Transfer. Also kannte keiner, hatte keiner auf dem Schirm. Nee. Ich bin mir sicher, auch da wieder in der Vergangenheit, liebe Grüße an Armin Fee, wäre er geholt worden, weil er mit Nachnamen Soldo heißt. Ne? Ja, Fragen klar. Sie nach bei Niklas Hauptmann. Das glaube ich bei Christian Keller eben nicht. Also ich glaube, das ist einfach ein Zufall, dass der halt der Sohn von Zvonimir ist. Aber der wurde halt, glaube ich, schon nach allen Regeln der Kunst gescoutet. Und die haben gesehen, der kann innen, der kann rechts. Der ist ein moderner Innenverteidiger laut eigener Beschreibung, also einer, der Spiel eröffnen kann und auch mit Ball am Fuß jetzt kein totaler Holzfuß ist. Und ich glaube, dass das halt jetzt heute eher den Ausschlag gibt als Namen. Und dazu kommt halt, gut, eine halbe Million Euro, ne? Also klar, für einen Klammenverein wie uns auch nicht wenig. Da sparst du aber auch wieder mit dem Gehalt von Anderson, weil der wird jetzt ja erstmal von der Berufsgenossenschaft bezahlt, dann. Ich glaube, damit hast du das dann so halbwegs kompensiert. Und ich glaube halt, dass das ein Spieler ist, der Entwicklungspotenzial hat. Ja, wie alle unsere, Also, ne? ne, also du holst einen 21 Jahre alten Verteidiger. Das heißt, du hast da noch Potenzial, diesen Marktwert zu steigern und vielleicht dann irgendwann mal in jetzt einfach mal 4 Jahren, dann hat der vielleicht keinen Marktwert von jetzt 1,8 Millionen Euro und sondern vielleicht irgendeinen Marktwert von 12 und dann wechselt der halt woanders hin. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich hin, so schwer das auch ist, müssen wir so Spieler dann halt auch vielleicht mal abgeben. Und ja, also weil du auch gerade Niklas Hauptmann angesprochen hast, wenn man tatsächlich hört, was der bei uns verdient hat. Hut ab für diesen Transfer. Das, Ja, ja. also inzwischen haben wir sie ja alle auch los, ne? Bis auf so ein, zwei letzte Kaderleichen sind wir ja alle irgendwie losgeworden. Ja, okay. Ja, stimmt. Über eine Also, von diesen Leichen könnten wir auch mal reden an dieser Stelle. ja. Ja, wir müssen mal das Thema Sebastian Andersson anschneiden, glaube ich, ne? Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ihr habt wahrscheinlich all die Aussagen von Christian Keller gelesen. Danach gab es ja dann so ein Gegeninterview von besagten Herrn Andersson in der schwedischen Zeitung.
da würde mich dann schon mal interessieren, wie beurteilt ihr die Causa um ihn herum? Ja, hat er halt irgendwie schwierig. Sowas von, ne? Also, mach ruhig, Christian. Oh, sorry. Er hat jetzt halt irgendwie so eine Art von, ja, ich lasse es mir jetzt hier noch gut gehen, nehme die medizinische Abteilung mit, werde hier fit und dann im Sommer schaue ich mal, ob mir irgendwer noch ein nettes Handgeld zahlt und da gehe ich dann hin. Also ich glaube nicht, dass er bei uns nochmal irgendwie eine entscheidende Rolle spielen kann, wird oder sollte vielleicht sogar auch. Also was halt rausgab, er war ja wohl vorgeschädigt, als er zu uns kam, ja. Hat aber ja wie auch immer irgendwie dieses Medizincheck-Dings bestanden. Weiß ich auch nicht genau, wie, ob er vielleicht nur so ein bisschen angeschlagen war. Und dann kam dieser ominöse Zweikampf gegen Sully im Training, der nochmal alles so richtig schlimm gemacht hat dann, das weiß ich nicht. Aber es kam heraus, er war angeschlagen. Ja, wundert mich da schon, was bei dem Medizincheck da damals passiert ist. Oder ob da gesagt wurde, wir brauchen jetzt unbedingt einen Nachfolger für John Cordova. Der muss jetzt hier bestehen. Drückt mal beide Augen zu und guckt mal nur das rechte Knie an oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was du aber auch bei allem bitte immer im Hinterkopf behalten musst, bevor man jetzt auf Anderson draufprügelt. Der hat sich hier auch eine Saison lang wirklich mit Schmerzen und mit Ibuprofen, die er wie Gummibärchen gefressen hat, und mit Spritzen und so weiter durchgequält und hat uns damit unterm Strich zum Klassenerhalt geschossen in dieser Relegationssaison. Ne? Das darf man jetzt auch nicht als so gar keine Kleinigkeit oder als eine Kleinigkeit abtun. Das ist auch was wert und das hat, glaube ich, auch viele in seiner Gesundheit zurückgeworfen. Da hat ihm auch nie einer für gedankt irgendwie, ne? Danach kam dann halt Modest auf, als Baumgart dann Trainer war und keiner hat mehr über Anderson geredet. Der wurde dann ja immer so ein bisschen als der lahme Wingman von Anderson, von Modest wahrgenommen. Vielleicht fehlt ihm auch so ein Schuss Dankbarkeit für das, was er da in dieser Saison über sich hat ergehen lassen. Ich weiß es nicht. Ich finde es tatsächlich schwierig zu beurteilen, weil mir tatsächlich da viele Informationen fehlen. Also tatsächlich stellt sich mir die Frage, er hat ja gesagt in dem Interview, also ich meine, jetzt muss man auch dazu sagen, dieses Interview ist ins Deutsche übersetzt. Ja. Ich bin jetzt im Schwedischen nicht mächtig, Schande über mein Haupt, spreche es nicht als Muttersprachler und demnach muss ich mich da mit dieser Übersetzung zufrieden geben. Die Frage ist ja, wollten die Vereine ihn nicht haben oder warum sind diese Transfers gescheitert? Jetzt muss man aber auch dazu sagen, der FC hat ihm dieses Gehalt oder hat ihm diesen Vertrag gegeben. Der ist in keiner Verpflichtung, diesen Vertrag frühzeitig aufzulösen. Auch so gern ich das gesehen hätte, aber verpflichtend, also das ist eher andersrum, dass wir tatsächlich Sebastian Anderson ein bisschen dankbar sein sollten für das, dass er da wahrscheinlich schwer angeschlagen und unter Schmerzen gespielt hat. Das glaube ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist dieses, ja, ich bin hier beim FC immer falsch behandelt worden und glaube, dass Sebastian Anderson jetzt auch vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Und letztens kann ich nicht beurteilen, aber hier wird schon gefragt, warum man sich denn nicht zum Saisonende hat operieren lassen oder in der Winterpause, die jetzt kommt. Ich habe das so verstanden, dass die FC-Ärzte immer noch meinen, das muss nicht behandelt werden. Genau. Aber dann war er bei Brøndby zum Medizincheck und die haben gesagt, boah, Digga, der ist ja total schade, du musst es operieren lassen. Und ich glaube, das ist einfach ein Ärztedissens, über den wir hier reden. Ich glaube, unterm Strich haben die deutschen Ärzte eine andere Meinung als die skandinavischen Ärzte. Und ich vermute mal, dass Anderson jetzt gesagt hat, ich habe mich jetzt lang genug durchgeschleppt. Ich mache das jetzt. Mach's jetzt. Und bis zur Winterpause durchschleppen geht auch nicht mehr. Das wären ja noch 3 Monate oder so. Die hätte dann mit Schmerzen weiterspielen müssen. Das würde ich jetzt auch nicht tun, für meinen Arbeitgeber körperliche Schmerzen auf mich nehmen. Vor allem, wenn es wirklich nur ein Glätten des Meniskus ist. Das ist ja nicht so krass eine Operation jetzt wie ein neues Kreuzband oder irgendwas. Also mein Grundgefühl ist, die müssen sich einfach alle mal hinsetzen und miteinander reden. Ich glaube, dass der FC ihn loswerden wollte, so auf Gedeih und Verderb, weil man sich einfach dieses Gehalt sparen wollte. Und hat sich dann darauf vielleicht auch ein bisschen fixiert und versteift. Und wenn du dann irgendwie hörst, ja, der hat 20 Angebote. Ja, aber sind das denn Angebote, die tatsächlich nachhaltig waren, auch für einen Sebastian Anderson?
Ja, vor allem jedes Angebot beinhaltet doch immer erstmal den Medizincheck. Also du kriegst ja erst das Angebot, dann nimmst du das alles an, handelst alles aus und dann käme der Medizincheck. Und der hat ja normal im Trainingsbetrieb gestanden und war ja sogar gegen Ferwa Rückspiel im Kader. Also vielleicht wussten da die anderen Vereine auch gar nicht so genau, wie es da um das Knie bestellt ist. Und andere haben sich gedacht, ich schaffe hier eh keinen Medizincheck, wenn ich zu irgendeinem Verein wechsle. Und hat deswegen einfach die Wechsel von vornherein abgelehnt, so aus Prävention. Vielleicht waren diese Wechsel auch einfach nicht das, was er sich vorgestellt hat. Also. Ja. Wobei mit Brøndby machst du ja nicht viel falsch, gerade als Skandinavier, ne? Ja, aber guck mal, der verdient hier richtig, richtig Geld. Ja. Warum um alles in der Welt soll er denn für weniger Geld wechseln? Also. Aber also laut Keller haben die Leute doch auch mehr geboten, als wir zahlen, sogar manche von denen. Ja, aber die Frage ist ja auch, wo, wann, also. Ich fand das so sehr pauschalisiert. Jetzt muss man auch natürlich sagen, man weiß auch nicht, wie die Aussagen von Christian Keller waren und was daraus die Medien gemacht haben. Also, ne, klar kann das sein, dass dass 20 Vereine angefragt haben. Aber wenn du dich selber nicht in der zweiten Liga, zum Beispiel bei Eintracht Braunschweig, siehst und die sagen, ja, du kannst hier hinkommen, du musst aber dir die Wohnung mit Jasmin Fesic teilen und du fährst hier mit dem Lastenrad, dann würde ich als Sebastian Andersson auch sagen, nee, sorry Leute, sehe ich nicht. Also ich habe Die Vorstellung, tatsächlich so eine Männer-WG Fesic Anderson hat mich gerade sehr amüsiert. ja, aber ne, man muss das tatsächlich mal auf sich wirken lassen. Also also man wechselt ja, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Oder vielleicht, weil man da finanziellen Vorteil draus sieht. Und wenn er das für sich nicht gesehen hat, ist das einfach nachvollziehbar, dass er sagt, nee, das mache ich nicht. Ja, aber er Ja. muss doch auch irgendwie in seiner Fußballerehre die Motivation haben zu spielen, oder? Und ich meine, es gibt andere Leute, die verzichten auf Geld, damit sie Fußball spielen können, ihren Beruf ausüben. Und das sehe ich bei ihm gar nicht irgendwie. Verletzung hin oder her, aber ich Ja. meine, gibt andere, die setzen sich auch auf die Bank und sitzen aus, aber boah, ich finde es echt schwierig bei ihm. Aber das kann ich keinem Spieler vorwerfen. Ja. Also, ne, wenn mein Arbeitgeber jetzt morgen bei mir anruft und sagt, pass auf, wir haben uns da ein bisschen bei dir verrechnet im Gehalt, du verdienst eigentlich das Dreifache. Und ich selber der Meinung bin, das könnte ein bisschen viel sein und das Gefüge passt vielleicht auch nicht im Vergleich zu Aufwand und Ertrag, würde ich auch nicht sagen, nö, überlegt euch das nochmal. Und wenn dann mein Arbeitgeber nach einem halben Jahr kommen würde und würde sagen, hier, du machst aber viel zu wenig für das Gehalt, würde ich sagen, ja Leute, ihr habt mir doch den Arbeitsvertrag da hingelegt, seid ihr Panne oder was? Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, Sebastian Andersson ist auch im fortschreitenden Alter seiner Karriere. Und vielleicht sagt er sich, ja, wer weiß, wie lange ich noch spielen kann mit meiner Verletzung. Der ist 31. Ja, aber jetzt mal angenommen, der käme in der Winterpause, dieser Dubai-Pause zurück, ist ja keine Winterpause so richtig. Also wäre wieder fit, würde dann halt, wie lange geht die WM? 4 Wochen oder so, 4 Wochen. durchtrainieren. Dann hat er vielleicht auch genug Selbstbewusstsein zu sagen, wenn ich einmal wieder diese Schmerzen im Knie los bin und einmal durchtrainiere, bin ich besser als Steffen Tigges und Florian Dietz. Da hat er nicht mehr, vermutlich nicht mal Unrecht mit. Zumindest jetzt, Stand jetzt noch. Und sieht da vielleicht auch eine Chance für sich, hier doch nochmal zu spielen. Weil Baumgart ist ja jetzt schon jemand, der jetzt keinen Spieler komplett aus dem Kader rauswirft. Also, ich weiß es nicht. Baumgart hat sich auch schützend vor ihn gestellt, ne? Das Finde ich hat er auch gesagt vorhin im tatsächlich Interview. richtig Also, lobenswert. ich glaube noch nicht mal, dass der einen Albert-Streit machen wird, ehrlich gesagt, der Anderson. Ich glaube, der will wirklich einfach gesund werden, will die Schmerzen loswerden, was ich ihm vollkommen nachvollziehen kann. Und wird dann diese Dubai-Pause hoffentlich für sich nutzen, um da wieder mit Einsatz zu versuchen, an den beiden genannten vorbeizukommen. Und wenn Sebastian Andersson in der Rückrunde für uns 10 Tore macht, Es reichen noch drei, wenn das die richtigen oder drei drei, sind. wollte ich sagen, oder Ja. also. Erinnert euch bitte einfach nur mal dran, wie hier Jean Córdoba, den wollte man vom Hof jagen. Also hätte irgendeiner in der Abstiegssaison gesagt, pass auf, hier Jean Córdoba, den nehmen wir für 2 Millionen Euro. Glaub mir, ich wäre mit der Schubkarre nach Müngersdorf gefahren. Ich hätte ihn da hingefahren. Ja. Und
wenn der nicht voll fit ist, und das ist ja tatsächlich auch einfach so eine Gefühlssache, wenn du dich nicht fit fühlst und nicht dich traust, diesen letzten Schritt zu gehen, dann ist das für so einen Stürmer im Zweikampf natürlich im Strafraum nicht förderlich. Ja, Und das glaube ich auch. Ja. ja. Ja, und na, dann fragt ja noch der Schornstein und Schmauch, was passiert, wenn er im Stadion aufläuft, dann sind die Fans nicht alle gnädig. Würde ich mal abwarten. Also, wenn die WM vorbei ist, ist Dezember, glaube ich. Da ist lang hin, das sind 3 Monate von jetzt an. Da fließt auch noch mal viel Wasser den Rhein runter. Sehe ich auch Dann so. kannst du ihn ja vielleicht erstmal in ein Auswärtsspiel bringen und vielleicht nicht direkt in Müngersdorf. Überhaupt eigene Spieler auspfeifen finde ich sehr schwierig. Also gerade jetzt jemand, der sich ja, keine Ahnung, der hat jetzt ja nicht irgendwie die Frau vom Baumgart angebaggert oder irgendwas. Also der hat sich jetzt ja hier Soll objektiv, beim FC ja mal vorgekommen ja, soll sein. vorgekommen sein. Der hat jetzt ja, der hat eine andere medizinische Auffassung als der FC, okay, hat jetzt aber nichts irgendwie Illegales, Verbotenes oder moralisch Verwerfliches getan. Und ich wollte noch mal eine Aussage aufgreifen von Domstetter, weil das glaube ich, die war schon vor ein paar Minuten. Er hat geschrieben, dass die Europaparkklinik europaweit einen guten, die Mediaparkklinik europaweit einen guten Namen hat und man da keine Fehldiagnosen stellen würde. Ja, mit so Aussagen bin ich vorsichtig. Ich habe das, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Ich bin seit 23 Jahren chronischer Schmerzpatient und gehe seit 23 Jahren zu ganz vielen Ärzten. Und da ich ja auch privatversichert bin, als Beamter habe ich auch Zugriff auf sehr gute Ärzte. Und ich war bei den beiden sogenannten Koryphäen hier in meinem Sektor, die beiden größten anerkannten Experten in meinem Bereich hier in Deutschland. Und die haben beide die exakt andere Meinung wie der andere vertreten. Und von dem haben beide einen guten Ruf. Einer von beiden wird recht haben, der andere nicht, aber das kann ich als Laie halt nicht einsehen. Das liegt daran, dass Medizin auch ein Stück weit immer Interpretationssache ist einfach. Du siehst ein CT-Bild, aber das ist ja, du musst ja trotzdem draus was lesen, eine Diagnostik einstellen. Ne? Und das ist genauso, als wenn du die zwei größten deutschen Literaten nebeneinander stellst und denen irgendein dadaistisches Gedicht gibst, die werden auch nicht zur gleichen Interpretation kommen. Und das ist, glaube ich, bei Medizin manchmal auch so. Diagnose ist immer auch ein Stück weit, ja, also je nachdem, wie man halt Daten, Zahlen und Fakten auslegt, Bauchgefühl, Kenntnisse, Forschungsstand und sowas, da kann auch mal eine Koryphäe zu einer anderen Meinung kommen als eine andere Koryphäe. Und ich glaube auch nicht, dass die in Brünnpi da komplett blinde Vereinsärzte rumlaufen haben. Glaube auch, dass gerade Schmerzen auch etwas sind, was man nicht messen kann. Ich hatte vor, das ist glaube ich auch schon wieder 2, 3 Jahre her, über Weihnachten habe ich mir irgendwie, ich weiß nicht wie, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und habe mir einen, beim Ausstieg aus dem Auto, einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Bin irgendwie komisch aus dem Auto ausgestiegen und konnte nicht laufen. Ich konnte nicht laufen. Ich musste mich nach 10 Metern hinknien, weil das Bein komplett zugemacht hat, das Bein sofort taub geworden ist, die Füße angefangen haben zu kribbeln. Und dann bin ich zum ganz normalen Allgemeinmediziner gegangen, weil ich dann habe ich dann irgendwie so 2, 3 Tage mit Schmerzmitteln und mit Wärmesalbe durchgeschleppt und das hat alles nicht geholfen. Bin dann zu meinem Allgemeinmediziner gegangen und der hat dann gesagt, ja, das müssen Sie einfach weglaufen. Ja, Alter, ich konnte nichts weglaufen. Ich musste mich tatsächlich aus dem Bett hieven. Ich bin auf die Knie gegangen und dann von den Knien aufgestanden, um halt irgendwie aufzustehen. Ich bin auch aus dem Bürostuhl so aufgestanden, dass ich mich nach vorne abfallen lassen, auf die Knie und dann aufgestanden bin, weil das so höllische Schmerzen waren. Und dann bin ich zum Orthopäden gegangen, der befreundeter Arzt meiner Eltern, also ein Freund meiner Eltern ist, so sagt man. Und der hat gesagt, jo, der Muskel ist tatsächlich durch, da kannst du nicht viel machen. Wir machen jetzt hier so eine Elektroschockmethode, damit die Muskeln wieder wie aktiviert werden. Aber das war schon nicht schön. Und ich kann mir das vorstellen, dass wenn du tatsächlich nicht komplett schmerzfrei bist, einfach bestimmte Bewegungen nicht machst. Also ich habe tatsächlich dieses Bein 2 Monate wie fast nachgezogen. Und das ist auch nicht gut. Also du nimmst ja irgendwo eine Schonhaltung ein und Schonhaltung ist immer schlecht. Ja, guck mal, der FCA hat sich beim Aussteigen aus dem Auto den Meniskus kaputt gemacht. Also, ja, vielleicht müsst einfach mal alle weniger Auto fahren, dann passiert das auch alles nicht. Liebe Ja. Grüße an den FCHH. Wir Spitzensportler kennen das. Genau. Und der 0,2 Kölsch ist schon von
vom Trinkspiel abgekommen und beim Radler angekommen. Scheinbar hast du noch mal ein bisschen in die Vollen gegriffen, was die tatsächlich saniert. Ja. Naja. Haben wir jetzt zum Transferfenster alles gesagt? Oder wie zufrieden seid ihr damit? Hättet ihr noch irgendwelche mehr Bewegungen gewünscht? Vielleicht auch einen Sturm? Ich denke, wir kriegen das so hin mit der Mannschaft, die wir haben. Die Leute, die gebraucht werden, das haben wir beim Schindler jetzt gesehen. Die sind von 0 auf 100 da. Und ich vertraue jetzt einfach mal der Mannschaft und dem Trainer sowieso, dass es bei anderen Lücken dann genauso funktioniert. Ja, ich denke auch, wir wissen, dass Marc Uth wiederkommt. Das wird nochmal eine neue Würze reinbringen in den Angriff. Und da muss man halt so ein bisschen hoffen, dass entweder Tigges oder Dietz halt so 5, 6, 7 Saison-Tore schießen. Oder köpfen. Ja. Einfach gucken. Aber ja, das werden wir irgendwie sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Aber ich bin da tatsächlich beim Christian, also wenn wir keinen Spieler haben, der uns völlig weiterhilft, und das haben die Offiziellen ja gesagt, dass du musst einen Spieler haben, von dem du auch glaubst, dass der dich weiterbringt. Ja. So nochmal so ein Max Meyer-Transfer oder Dennis. So, ja, also, Entschuldigung, Emanuel Dennis, ne? Aber Emanuel Dennis, ich glaube tatsächlich, dass der unter Steffen Baumgart wahrscheinlich ein völlig anderer Spieler wäre. Also da muss man auch immer sagen, passt der ins Spielsystem? Also das ist ja tatsächlich, na, ich sag schon wieder das tatsächlich, ne? Ich glaube, der Spieler muss in dieses Spielsystem passen vom Trainer. Und wenn du da nicht hundertprozentig von überzeugt bist, dass dieser Transfer deinen Kader weiterbringt, dann kann man auch mit diesem Kader weiterspielen. Das haben wir jetzt gegen Wolfsburg gesehen, dass das klappt und geht. Unmöglich ist. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass sich da nicht noch mehr verletzen, aber Benno Schmitz ist ja zumindest wieder im Aufbautraining und Marc Uth wird ja dann irgendwann wiederkommen und die werden den Kader ja dann wieder besser machen und du kannst ja jetzt auch keinen Kader bauen, der 35 Spieler groß ist, weil wann willst du die einsetzen? Ja. Weil du hast ja jetzt immer schon Streichkandidaten, ne? Du musst dir halt irgendwann überlegen, was tust du, wenn Florian Kainz sich verletzt oder ein Leistungsloch fällt oder irgendwie mal eine kleine Pause braucht, da musst du schon irgendwie einen Plan B haben dann. Auch mal einen Spieler, der vielleicht so ähnliches Spielerprofil hat wie er, den haben wir nämlich gerade nicht, ob man den irgendwie so auf lange Zeit mal rausarbeiten könnte aus einem anderen Spieler quasi. Das sehe ich noch so als, sagen wir mal, Hausaufgabe für das Trainerteam an. Aber ich denke auch, wir haben ja ohne Modest jetzt schon, wie viele Tore haben wir geschossen? Also mindestens 9, 10 oder so? 10. Keine Ahnung, 10. Ja. Letztes Jahr um die Zeit hatten wir bestimmt auch nicht viel mehr Tore mit Modest. Kann mir gut vorstellen, am 5. Spieltag. Du hast gegen Verherwa noch 3 geschossen, die kommen noch mit oben drauf. Auch ja 1 im Hinspiel gegen die, also 4 in Summe dann. Ich glaube, am Tore schießen scheitert das bei uns gerade nicht. Sondern halt eher gucken, dass man 1-0 irgendwann reicht, weil wir hinten mal kein Tor fangen. Und das ist, glaube ich, wir haben letztes Jahr nach dem 5. Spieltag übrigens 8 Punkte und 9 Tore und 7 Gegentore. Ja, guck. Sind wir doch auf einem positiven Weg. Ja. Ja. Genau, schreibt der Chat gerade auch, der Yasim hat letzte Saison 9 Tore, genau. Und das war mit Modest, ne? Also insofern, genau. Ja. Ist jetzt nicht schlechter geworden, noch nicht. Kann natürlich alles sein, wenn jetzt die Doppelbelastung einkickt, dass das alles anders wird, aber Stand jetzt sehe ich erstmal noch keinen großen Bedarf, einen Stürmer zu holen. Ja, aber weil sich unser Spielsystem auch ein bisschen verändert hat. Also wir spielen jetzt mit einer, also wir haben ja gegen Wolfsburg mit der Doppelspitze Tigges mit Thielmann gespielt. Das ist eine andere Herangehensweise, als wenn du da einen Modest drin hattest, als alleinige Spitze. Ja. Und ja. Und ich sehe es genau, wie der 0,2 Kölsch im Chat schreibt, Baumgart will lieber 4 Spieler, die 8 Tore machen, als ein einziger, der 20 macht. Stimmt. Ja. So. Das ist eine rechnerische Überlegung. 6. Wenn man aus der 8 auch lieber 6, dann wird es, glaube ich, realistischer. Aber ja, sehe ich genauso. Macht die auch ein bisschen schwerer ausrechenbar. Ne? Also letzte Saison hat es ja gereicht, wenn du halt irgendwie Modest abkapseln konntest. Ja. Genau. Ja, also ich, ja, nach vorne mache ich mir wenig Sorgen, weil Baumgart halt immer dieser Offensivfußball sein wird. Unter Gisdol wäre ich jetzt komplett besorgt.
Weil da hast du im Spiel eine Chance und die muss halt einer dann reinmachen. Und da darf dann halt bitte nicht irgendeiner stehen, der drei Chancen braucht für ein Tor, sondern halt, da muss dann irgendeine Killermaschine stehen. Aber in Baumgart hast du ja immer deine Chancen. Die kriegst du ja immer irgendwie alleine wegen dieses Chaos-Pressings da vorne drin und dieser Überladung der Offensivzonen. Also die Chancen werden da sein. Und ja, zur Not, Diego Costa ist immer noch ohne Vertrag. Dann holen wir uns halt den. Ja, man weiß ja auch nicht, wäre ja jetzt auch tatsächlich eine sehr kurzfristiges Ding gewesen. Also ich glaube schon, dass man schon guckt, langfristig, welche Spieler haben wir gescoutet, welche Spieler passen zu uns. Und da muss man einfach jede Transferperiode gucken, ob man so Spieler bekommen kann, die einen adäquat weiterbringen. Genau. Ich sehe das tatsächlich positiv doch. Ja. Kann sich auch in 3 Wochen schon wieder komplett geändert haben, das wissen wir auch. Richtig. Wie positiv seht ihr denn jetzt unseren kommenden Gegner, also das Spiel gegen Nizza? Haben wir da eine Chance in Frankreich an der Côte d'Azur gegen den OGC? Immer, immer. Eine Chance haben wir von Anfang an immer. Ja. Ich denke schon, wir gehen als Außenseiter dahin, aber die rote Wand, die wird ja auch in Nizza hinter uns stehen oder hinter unseren Spielern stehen. Ich? Eine Menge Alarm machen. Ich denke auch, also ich nehme den Spielern das ab, dass die merken, was abgeht in Köln und beim FC. Und dass das nicht einfach nur Gerede ist, ja, die Fans, sondern dass sie das wirklich merken und dass sie das aufnehmen und auch irgendwie auf den Platz tragen. Ich finde die Verbindung, wie sie jetzt ist zwischen Mannschaft und Fans, ich glaube, das war in den letzten 20 Jahren nicht der Fall. Und ja, das wird die pushen und das wird einiges bewegen können, denke ich mal. Ich habe das Gefühl, da braut sich ein neues London zusammen, was so Fanbewegungen angeht. Mhm. Na, also das liegt auch ein bisschen daran, dass Nizza sich im Vorverkauf sehr duselig angestellt hat. Also die haben ja in der Nacht, um 5 Uhr nachts, am, ich glaube, Donnerstag. 0 Uhr, oder? Weiß ich nicht. Also ich habe es um 5 mitgekriegt halt. Keine Ahnung. Ja, okay. Ich habe es um 5 mitgekriegt. Also irgendwann haben sie nachts halt da ihren freien Vorverkauf geöffnet und auch nicht großartig beschränkt. Du konntest irgendwie, glaube ich, 6 Tickets kaufen oder so. Was natürlich alle FC-Fans gemacht haben. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, ach scheiße, jetzt haben wir ja nur hier Auswärtsfans. Ja, Marie sagt auch 0 Uhr, also 0 Uhr stimmt. Jetzt haben wir hier ja nur Auswärtsfans in unserem Stadion. Und die sitzen alle kreuz und quer verteilt, die kriegen wir gar nicht mehr kontrolliert. Was machen wir denn? Ja. Und haben dann in Absprache mit dem FC erstmal das Gästekontingent erhöht und gleichzeitig alle gebuchten Fans auf diese Reihe gerade umgebucht sozusagen. Was für so einen kleinen Schockmoment gesorgt hat, weil alle Tickets wurden zwischendurch mal storniert und waren nicht mehr im Nutzerkonto einsehbar und alle haben schon Panik geschoben. Dann aber kam eine E-Mail, dass man neue Karten buchen konnte und dass man halt dann eben sich für diese Reihtribüne da einschreiben konnte. Auch da wieder, du konntest wieder 6 Tickets kaufen, ne? Auch wenn du vorher nur ein Ticket hattest, was auch keinen Sinn ergibt. Was auch dazu geführt hat, dass einige, die jetzt vielleicht im Büro waren den ganzen Tag, als diese E-Mail kam und es abends um 6 zu Hause waren, dann noch keine Karte mehr bekommen haben und dann aber auf die Verlosung des FC gewartet haben, wo, glaube ich, auch einige nochmal ganz positiv bei hervorgegangen sind. Ich kenne ja viele, die ausgelost worden sind, kenne auch einige, die nicht ausgelost worden sind, aber so mein subjektives Empfinden ist, dass das schon so die Mehrheit war, die eine bekommen hat, die eine haben wollte. Und ich glaube, unterm Strich, weil ja auch viele Leute dann 6 Karten gekauft haben, aber nur 4 brauchten oder so, kommt, glaube ich, jeder, der will, auch rein in das Stadion. Also ich glaube, dass wir schon für jeden irgendwie ein Ticket besorgt kriegen. Da sind wir eine ganz gute Community. Wir haben auch so einen Post auf Twitter, wo man drunter kommentieren kann, wenn man noch ein Ticket suchen sollte. Könnt ihr so gerne machen. Der Hashtag ist Nizza-Ticket, nutzt den einfach. Und dann könnt ihr vielleicht untereinander euch connecten und dadurch ein Ticket noch bekommen von jemandem. Aber erstmal sportlich. Nizza hat gestern gegen Monaco 1-0 verloren, haben Kasper Dolberg noch auf den letzten Drücker abgegeben, haben gerade noch einen vertragslosen Spieler verpflichtet, der aber, glaube ich, gar nicht in dieser Euroleague spielen darf, weil er halt nicht rechtzeitig gemeldet wurde. Und wenn ich mir die Mannschaft da angucke, die da gegen Monaco gespielt hat, boah, also chancenlos reißen wir da nicht hin. Die sahen erstmal jetzt nicht schlechter aus als Wolfsburg auf dem Papier. Nee. Wie gesagt, das wird man sehen, wenn wir da spielen. Also ich glaube auch nicht, dass du da komplett chancenlos bist. Und das wird ein verdammt hartes Spiel, aber
mein Gott, da werden wir gucken, dass wir da das Beste rausholen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, du kommst mit einem großen Auswärtsblock tatsächlich schon extrem wichtig ist. Also du kommst, also Stadion fast knapp 35.624 Plätze. Wenn du da mit 8.000 Fans bist, das ist schon eine Hausnummer. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und ich glaube halt auch, dass es dann auch wichtig ist, dass wir halt in diesem, wir kommen halt mit so einem Flow. Du hast dieses schwierige Spiel in Fehérvár gehabt, wo du dich rausgekämpft hast. Du hast dann die Spiele danach so bestritten, dass du nicht verloren hast in der Bundesliga. Und wir haben da nichts zu verlieren. Wir haben in Nizza nichts zu verlieren. Ja, ich bin noch mal gespannt, ob die dieses Pressing kennen aus ihrer Liga. Das kann ich nicht beurteilen. Ob da so eine krasse Pressing-Mannschaft spielt. Wie gesagt, weiß ich nicht. Ja, was man so ein bisschen bedenken muss, das ist jetzt wieder eine englische Woche. Es wird 28 Grad haben übermorgen in Nizza. Das Spiel ist ja nicht um 9, sondern um 18 Uhr, ich glaube 30.45 oder 30 oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es halt noch ein Spiel, wo es noch relativ warm sein wird. Ja, da muss man irgendwie gucken, wie man es mit der Kräfte, 48, ja. ja, wie man es mit dem Kräftehaushalt verteilt. Auch mit Hinblick auf das Spiel gegen Union dann am darauffolgenden Sonntag. Das wird, glaube ich, die größere Kunst sein. Ob man da wirklich alles raushaut, ne? Also ob man da wirklich mit voller Power und komplett bedingungslos auf Sieg geht. Oder weil man weiß, dass es ja 6 Spiele sind und man hier mit dem Punkt dann zufrieden wäre. Da weiß ich nicht, ob das im Baumgart naturell liegt, dann auf Verwaltungsfußball umzuschalten, wenn es da 1-1 steht oder so. Und Nizza auch keine Ambitionen hat, nochmal ein Tor zu schießen. Schwer vorstellbar. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich mir Baumgart echt schwer vorstellen, ja. Also, Wie würdet ihr ihn aufstellen? Selbe Mannschaft wie gegen Wolfsburg oder würdet ihr irgendwo rotieren? ich glaube, bei der Abwehr, da können wir nicht viel verändern. Höchstens Petersen irgendwie. Ja, Pedersen, aber Soldo reinschmeißen, das wird wohl noch keine Option sein. Und ja, die Flügel, boah, meiner von Anfang an wäre eine Option. Der Die ist man natürlich krass vielleicht erstmal schnell. rausnehmen, ja. Wen Ja, wobei würden so ein Meiner, wenn du den in der 60. Minute mit seinem Tempo dann bringst, gegen wir? vielleicht ne, schon, Eine Waffe, ne? Ja. die spielen ja schon, also Nizza spielt ja auch so Dreier respektive Fünferkette. Und wenn du da tatsächlich den gegen Opa Dante ins Sprintduell setzt, der 38 ist, ich meine, klar, wahrscheinlich hat Dante bessere Werte als ich, aber das weiß ich nicht. Also sehe ich schon. Also, Also ich sag mal so, Dante kann aus dem Auto aussteigen, ohne sich den Meniskus zu reißen ja, dabei. weiß ich nicht. Das sehe ich noch nicht. Weiß man nicht. Vielleicht hat das ja auch schon getan. Vielleicht hat das auch schon gehabt, ja. Ja, Naja. aber. Ja, stimmt, aber das ist, glaube ich, eh das, was Linden Meiner immer zum Verhängnis wird, dass der immer so schnell ist, dass der zu schnell ist für die Startelf. Dass alle sagen, ab der 60. hilft der dir mehr als in der Startelf. Konnte bei seinem einen Einsatz ja auch nicht für sich Werbung machen. Ja. Mal gucken, aber ich würde ihn auch, glaube ich, von später erst bringen. Und den Rest, ich glaube, der Rest stellt sich fast von alleine auf. Also der einzige Move, den du haben kannst, ist halt Hector ins Mittelfeld, Pedersen da links, wenn du irgendwie einen von deinen Mittelfeldlaufmaschinen da mal eine Pause gönnen möchtest. Alle anderen würde ich, glaube ich, spielen lassen. Ja, ich kann es mir tatsächlich, also die Frage wird sein, ja, nee, du kannst nicht, nee, also tatsächlich, vielleicht kannst du überlegen, ob du Ljubicic auf die 10, nee, also statt Duda setzt und dann auf rechts, aber ja, meine auf rechts sehe ich jetzt auch nicht so hart, ne? Vielleicht Lämperle, also keine Ahnung. Also, Ja, Lämpchen glaube ich doch nicht dran. glaube ich auch nicht dran, aber viele, also Eher, dass vielleicht ist es ja Thielmann auch, rausrotiert oder oder Damian rein. Also vielleicht auch Thielmann auf mit rechts raus meine und ich auf den Flügel raus, nicht aus der Mannschaft raus. Ja. nee, genau, also Thielmann auf rechts und dann vielleicht, die Frage wird ja auch sein, ob Dietz wieder fit ist. Wer spielt dann Tigges, Dietz? Kannst du vielleicht Adamian mit einem der beiden spielen lassen, also auf der Thielmann-Position, Ljubicic auf die Duda-Position, also da ist sehr viel möglich. Aber das sind halt, ich glaube, Nuancen, die du Ja. umstellst.
Ja, also Hallo FC schreibt noch, unterschätzt den Favre nicht, das ist ein Taktikfuchs, Ja. was Tittenkalle ergänzt oder kontert mit, vielleicht wird er nochmal wegen uns gefeuert, gab es ja schon mal diesen Fall, aber ich glaube, es war ein Rücktritt und kein gefeuert werden. Aber klar, der ist ein Taktikfuchs. Nur ich habe bei Baumgart und seinem Trainerteam nicht das Gefühl, dass die sich mal auf dem falschen Fuß haben erwischen lassen. Der macht jetzt nicht so diese krassen Pep Guardiola, 10 Spieler rotieren, bla 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 Geschichten da. Aber der weiß auch, glaube ich, dass er sich nicht auscoachen lässt oder wie er sich nicht auscoachen lässt. Der ist schon, das ist halt so ein, ja, ein cleverer Typ einfach. Ich glaube, das werden Dosen, also kleine Dosierungen sein, die man guckt. Und ich glaube halt auch, dass da das Scouting ja schon angesetzt hat. Also OGC Nizza, das ist jetzt kein Verein, den man jetzt nicht unfassbar gut, also den wir es unfassbar gut scouten können. Das guckst du dir einfach, ich glaube, bei DAZN sogar an. Und ja, also das Trainerteam wird die Mannschaft da so einstellen, dass es Sinn macht, dass es zusammenpasst und dann Feuer frei. Also es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen, aber das Klar. kann es ja jedes Mal. Ich sag mal so, wenn ein Spiel die Saison in die Hose gehen muss, ist mir lieber, dass es in der Euroleague, Conference League passiert, als in der Bundesliga, weil ich immer noch sage, Klassenerhalt ist Ziel Nummer 1 vor allem anderen. Gruppenphase, also ich meine K.O.-Phase in der Conference League ist geil, super, noch mehr Reiseziele für uns alle. Aber es hat auch die Sahne auf der Torte. Erstmal den Boden gießen. Deswegen, wenn ich mir ein Spiel aussuchen muss, würde richtig auf die Fresse kriegst, dann lieber Conference League als in der Bundesliga gegen halt Union oder so. Ja, aber nicht unbedingt das Erste. Ja, Ja, das also, schlägt dann doch ja, vielleicht aber etwas das erste durch. kann man am leichtesten noch reparieren. Ne? Kannst du immer Ja. sagen, es war der schwerste Gegner, es war deren Heimspiel, es war heiß, bla bla bla. Also da kannst du am ersten noch eingreifen. Ich glaube, da wäre es nerviger, das letzte Spiel zu verlieren, wo du nachher nicht mehr reagieren kannst, dann, wenn du vielleicht dann dadurch ausscheidest oder so. Ja, Aber wird klar, spannend. für alle 8.000 im Stadion wäre schon schick, dann auch mal einen Auswärtssieg zu sehen tatsächlich. Ja. Ja, apropos Nizza, ich habe für euch 3 Fragen vorbereitet. Habt ihr Lust? Ja. Klang jetzt aber nicht so motiviert. Ja, kann ich über den Verein kann ich tatsächlich wenig sagen. Ja, ich glaube, es sind Fragen, wo man zumindest eine Idee von haben könnte, teilweise bei manchen. Schau mal. So, Achtung. Die erste Frage, ne, betrifft schon mal unsere Transferpolitik. Wir haben ja gerade den Sohn eines berühmten Ex-Fußballers geholt, nämlich Nicola Soldo, der Sohn von Zvonimir Soldo. Welcher berühmte Sohn eines berühmten Fußballers hat nie für Nizza gespielt? Ist die Frage klar? Also, Ja, ne, wessen Sohn hat nie für wessen Nizza Sohn gespielt? hat nie für Nizza Genau. gespielt? A. Der Sohn von Patrick Kluivert. B. Der Sohn von Lilian Thuram. Oder C. Der Sohn von Zinedine Zidane. Justin Kluivert hieß der, ne? Das steht jetzt in der Frage nicht drin, deswegen beantworte ich das nicht. Also der Sohn von Patrick Kluivert, der Sohn von Lilian Thuram oder der Sohn von Zinedine Zidane. Kluivert war doch in Leipzig, oder? Also Kluivert Vorher hat mal noch. in Rom gespielt, aber ich weiß nicht, wie viele Söhne Zinedine Zidane hat. Ich kenne nur diesen einen. Ich kenne nur Enzo Zidane. Der ist Franzose, er wird als Essen dargespielt haben. Nee, ich glaube nämlich, dass der Zidane-Sohn, also jetzt kommt mein Fußball-Sachwissen, nämlich bei Real Madrid in der Jugend gespielt hat. Das weiß ich nämlich, weil irgendwann mal bei FIFA 98 oder 2019, 2017, 2018 man den auswählen konnte als. Aber es gibt, ich meine, die hat noch mehrere Söhne. Hat er nicht auch einen Torhüter als Sohn? Also ich sag sie dann. Okay, dann loggen wir das ein. Ne, ist richtig. Oh. Ja, also weder der Torhüter-Sohn, der heißt Luca Zidane, noch Enzo Luca Zidane sie haben dann. Ja, jemals okay. für OGC Nizza gespielt. Justin Kluivert war dahin ausgeliehen von den Dosen an Nizza. Und Von Lilian Red Thuram Bull? hat noch ein, bitte? Von Red Bull? Ah, okay. Und Lilian Thuram hat noch einen zweiten Sohn. Also nicht den bei Gladbach, sondern noch einen zweiten. Und der spielt gerade aktuell bei Nizza. Ach so. Was Sachen gibt's? Ich wusste nicht, dass der Thuram bei Gladbach der Sohn von Lilian Thuram ist. Was? Okay, na Nein, wusste das. ich nicht. Ja, gut. Wusste ich wirklich nicht. Das Na war gut, jetzt seid ihr verziehen, weil sind Gladbacher, die muss man nicht kennen. Markus Thuram und
Ja, den anderen weiß ich nicht. Kefren Den Namen kann ich Thüram. nicht aussprechen, genau. Aber der spielt im zentralen Mittelfeld und hat auch gegen Monaco jetzt gespielt, der Thüram-Sohn. Da war Oh, halt der doppelte Boden, dass das eben nicht der Gladbacher ist. okay. Dein Unwissenheit hat dich also quasi gerettet in dem Moment. Ja, also wusste ich wirklich nicht. Also ich stand über mein Haupt. Aber mit hier Gladbach, da beschäftigt man sich ja nicht. Nein. So, nächste Frage. Du bist ja nicht der allergrößte Fan von Lucien Favre als Trainer. Ist richtig, ne? Gut. Das war die falsche Antwort. Leider verloren. Nächste Frage. Nein. Die Frage ist, Lucien Favre hat, Stand meiner Statistik hier, 796 Spieler als Trainer betreut. In allen seinen Stationen. Also in der Schweiz, in Deutschland und jetzt halt in Nizza. Ne? 796 Spiele. Fast 800. Wie viele Punkte hat er in 796 Spielen ercoacht? Naja. Waren es A, 1340 oder B, 1002 oder C, 879? Soll ich nochmal? Also es gibt Vielleicht ein. wie viel Spiele? Ja, nimm mal einen Stift und einen Zettel, schreib dir das mal auf. Ich frage sagen, ich muss mir das aufschreiben. 796 Spiele. 796 Spiele. Fast 800, kannst du dir vielleicht merken. Warte, ich muss mir, ich rechne mir das jetzt aus. 796, ja. Ja. A. 1340, also 1340. Ja. B. 1002. Oder C. 879. Wie viel 800? 79. Also, wenn man 796 Spiele nimmt und das mit 3 multipliziert, komme ich aus 1592 Spiele. Nee, Punkte, nicht Spiele. Punkte, meine ich ja. Also die 1340 ist mir ein bisschen zu hoch. Boah. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich sag 1002. Dann ist es deine erste falsche Antwort. Der Mann ist Was? nämlich besser, als du ihm Credit gibst. Der hat 1340. 1340 Punkte. Das heißt, According to transfermarkt.de. Ja, aber ich meine, der hat auch der jede muss Mannschaft immer nach oben 730 geführt. Spiele davon gewonnen haben. Er hat ja auch jede Mannschaft nach oben geführt. Ne? Der war in Gladbach irgendwie Champions Boah. League. Er hat Hertha an den Rand der Krass. Meisterschaft gebracht. Dann hat er diese ganzen Schweizer Mannschaften da nach oben gecoacht. Ja, Also okay, ja, gut, kommt das, vielleicht ja. hin. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Ich habe es selber nachgerechnet. Aber das steht zumindest auf Ja, transfermarkt.de. boah, das wäre tatsächlich ein sehr guter Punkteschnitt. Müsste ja irgendwas um 1,6, 1,7 oder so sein. Ja, also der ist besser, als du ihm das zugestehst. Boah, ja, Respekt. Ja, so die letzte Frage, die beinhaltet jetzt, dass ich französische Namen aussprechen muss. Weil ich das nicht kann, guck mal in den Twitch-Chat rein, Twitch-Stream rein. Ja. Da habe ich nämlich die Frage einfach mal abgetippt, damit ich das Französisch nicht falsch ausspreche. Ich lese sie mal vor und werde jetzt alles falsch aussprechen. Ich sehe es Wie noch nicht. lautet, ja, kommt gleich, wie lautet der Spitzname des Vereins OGC Nizza, der Spitzname? Lys, Alter. Le Lapin, Le Aglons oder Le Gym? Jetzt aber nicht in den Chat gucken, ne? Nur auf den Bildschirm. Was noch mal? Sag noch mal. Le? Siehst du es nicht? Nein, ich sehe es nicht. Dann warte halt die 3 Sekunden, bis du es siehst. Ich sehe jetzt noch Uff. Uff, sehe ich auch. Boah, jetzt müsste ich natürlich die Übersetzung haben. Die haben irgend so einen schäbigen Vogel da in ihrem Wappen, ne? Haben die nicht einen Vogel in ihrem Wappen? Nee, haben Das sie verrate ich nicht. jetzt nicht. Ich habe es auch bei Boah. WhatsApp geschickt, damit du es da siehst. Lys La Pance, Le Saigons oder Le Gym? Jetzt ralle ich das. Du meintest auf dem Bild, ich habe die ganze Zeit in die Kommentare geguckt. Das ist Alter. aber auch ein Otto, ey. Ich sag noch zu dir, guck nicht in den Chat, du Ja, Vogel. okay, ja. Le Lapin. Was ist denn Lapin? Das müsste man jetzt wissen, Darf ne? ich mir das übersetzen? Nee. Da findest du ja am Ende noch die Lösung. Boah, ich hätte gesagt, das Lapin aber mit einer Schere, boah, ich nehme le Aiglon. Les Tja, so nennt man die Spieler des Vereins, aber nicht den Ja. Verein. Nicht den Ach Verein. so.
Le Der Gym Verein oder heißt was? Le Gym, weil er früher aus einem Gymnastikverein hervorgegangen ist. Ah, okay. Ja, okay. Also wir spielen bei Le Gym am Donnerstag. Steht das dann auch in dem OGC für Gym Club vielleicht? Wahrscheinlich. Das könnte sehr gut sein, ja. Olympique Gym Club de Nice. Ja, könnte sein. Ja, hätte man vielleicht daher erschließen können, ne? Aber auf die Idee kam ich aber auch nicht. Ja, es waren zwei falsche Antworten heute. Dann wächst dein Konto auf 4 € an, was die falschen Fragen, Antworten angeht. Ja, ich werde es verschmerzen. Du darfst dich auch gleich revanchieren. Der Tittenkalle heißt, was heißt auf Französisch verloren gegen Köln? Das ist der neue Spitzname von denen. Oder auf Französisch 4-0 oder sowas. Kann man den als Spitznamen dann verpassen. Also 0-4. Le Lapin. Ist das nicht immer die Hasen? Das sind die Hasen, ja. Hab ich ja, ne? Klingt irgendwie nach so einem Fußballerspitznamen. Aber ist frei erfunden von mir. Krass. Ja. Ja, danach kommt unser Angstgegner nach dem Spiel gegen den Gym, Le Gym. Da kommt dann Le Assi-Truppe aus Kreuzberg, aus Köpenick. Da kommt Union Berlin. Müssen wir da antreten, frage ich mal ganz provokant, oder schicken wir die 3 Punkte direkt in den Umschlag? Nein, nein, nein. Also, Hörer dieses Podcasts wissen, dass Steffen Baumgart sich diese Truppe auf Schalke angeguckt hat und da irgendwelche Schlüsse rausgezogen hat und das Team dementsprechend einstellen wird. Nachdem er von einem angetrunkenen FC-Fan belästigt worden ist. Ja. Ich muss noch ganz kurz was aufgreifen von der Frage von gerade. 0,2 Kölsch, wir wissen, warum die Spitznamen für Spieler haben. Haben wir in Deutschland ja auch. Also die Fohlen, die Geißböcke. Deswegen heißt ja der Verein nicht so. Der Verein heißt ja auch nicht Fohlen. Fohlenmeister oder sowas. Ja. Schmocktruppe heißt es. Mit dem Fohlen. Genau. No. Ja, aber Union ist schon unser Angstgegner, ne? Um darauf zurückzukommen. Ja, aber jede Serie ist doch da, um irgendwann gebrochen zu werden. Ja. Also, wenn du da, also, natürlich wird das ein schweres Spiel. Also, Union hat auch nicht ohne Grund 11 Punkte. Und die haben tatsächlich auch jetzt 1-1 gegen die Bayern gespielt. Also, das muss man sagen, die sind wieder saustark. Die haben einen tatsächlich interessanten Kader. Aber auch die spielen die nicht auch Donnerstag? Ja, ich kann natürlich auch jetzt auswendig sagen, gegen wen. Nee, kann ich nicht. Royal Union Saint-Gilloise ist aus Belgien, glaube ich. In Belgien oder in Berlin? In Union, also bei Union. Das ist schlecht für uns. Ja gut, aber die müssen ja auch zu uns kommen. Ja, trotzdem ist es eine geringfügig kleinere Reise als an die Côte d'Azur. Oh, ne? aber aus Berlin jetzt von Berlin nach Belgien ist müssen Sie auch ja nicht. Müssen Sie ja nicht. Ach nee, ich bin ja zu Hause, ja. Wir müssen ja nur nach Köln kommen, ja, stimmt. Ja, da setze ich einmal den ICE-Sprinter und bist in 3,5 Stunden da. Das ist jetzt nichts Gravierendes. Ja, aber wird ein knackiges Spiel. Also, die haben gegen Hertha gewonnen, das Derby. Die haben gegen Mainz unentschieden gespielt, gegen Leipzig gewonnen, gegen Schalke gewonnen, gegen Bayern unentschieden gespielt. Gegen Schalke 1-6, ne? Aber das war natürlich, ja, aber wie wir schon rausgearbeitet haben, war das natürlich ein glückliches 1-6. Und gegen Hertha gewinnen die immer, das heißt nichts. Ja. Ja, aber ja. Ja. Wird ein hartes Brett, dieses Spiel. Aber ja, ich glaube, das steht und fällt auch damit, wie kommen wir aus dem Spiel gegen Nizza raus. Also stellt euch mal bitte wirklich vor, du holst da einen Punkt oder gewinnst vielleicht sogar. Dann hast du ja weiterhin diesen Boost, der von hinten kommt. Du hast ein Heimspiel. Warum soll das nicht funktionieren? Ich glaube tatsächlich, dass das Ergebnis des Nizza-Spiels vollkommen egal ist für das Sonntagsspiel. Du darfst halt nicht mit 10 Verletzten da rausgehen oder mit irgendwie angeschlagenen Spielern. Das sehe ich schon genauso. Aber ich glaube, das Ergebnis ist vollkommen Wurst für das Ergebnis vom Sonntag. Aber das ist doch eine Kopfsache. Wenn du weißt, du hast einen guten Lauf, dann ist das ist wie die meisten Sachen einfach ein Kopfding. Wenn du weißt, du hast einen guten Lauf, dann hast du einen guten Lauf. Das eine bedingt ja auch ein bisschen das andere. Ja, wenn du verlierst, sagst du jetzt, machen wir alles wieder gut im Heimspiel gegen Union. Also
Das kannst du so oder so drehen. Ich glaube, ja, das ist. Natürlich, das ist natürlich legst du das immer so aus, wie du es haben willst. Ja, aber genau. wird ein schweres Spiel tatsächlich. Also ja. Union ist tatsächlich da oben angekommen und beißt sich da immer von Jahr zu Jahr wie Freiburg fest. Und wie der erste FC Köln. Und wie der erste FC Köln. Und 2 Pünktchen mehr als wir. Ja, könnten die überholen. Ja, könnten wir. Ja, das ist so wie letzte Saison. Da hätten wir es auch machen können. Irgendwie. Ich denke halt auch, dass wir da gegen ein Bollwerk wieder anrennen, die uns dann eventuell mit ihren neu gehypten langen Bällen dann, die jetzt auf einmal wieder inseln, gefährlich werden können, überspielen können und dann stehen wir da. Alles möglich halt, ne? Ja, also gerade in dem Spiel fände ich gut, wenn unsere Stamm in Verteidigung zur Stelle wäre. Also wenn wir da nicht rotieren müssen, weil sich wieder einer angeschlagen hat gegen Nizza oder geschont werden muss oder sowas. Ich glaube, das Spiel käme zu früh für Junior Soldo oder für Petersen in der Innenverteidigung. Also da hätte ich schon lieber Hübers und Kilian. Ja, definitiv. Ja. Das ist so. Das ist, wobei natürlich, wenn du das auch genau das eintreten kann, was wir jetzt bei Schindler gesehen haben, dass du einen Spieler bringst, den die anderen gar nicht auf dem Plan haben. Ja, wobei Union ist, glaube ich, zu clever, um da keinen auf dem Plan zu haben. Aber das ist aber schon schwierig. Das kannst du nicht scouten. Wie zum Beispiel Hübers und Soldo zusammenspielen, das kannst du nicht scouten. Nee, das stimmt. Du kannst halt Soldo an sich scouten. Ja, das ist richtig, aber ne, das ist ja auch immer nur ein Teil des Ganzen. Aber ja, wird eine brutal schwierige Partie. Du spielst gegen ein Team aus dem oberen Drittel, ja. Ja, bin mal gespannt. Also auf jeden Fall musst du da irgendwie ein Mittel finden gegen Jordan und gegen Becker. Die sind natürlich schon ein gutes Stürmer-Duo. Ja, schon wirklich. Also tatsächlich sind die schon sehr, 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 sehr stark. Also Jordan Sibathieu. Guter Mann. Muss schon auf der Hut sein, ne? Ja, guter Mann. Ist kein Florian Dietz, aber schon ein ganz guter. Ja, fehlt ihm noch ein bisschen. Aber ich muss ja sagen, und das macht mir selber so ein bisschen Angst, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl für Sonntag. Das geht bei mir nie gut, aber irgendwie glaube ich, dass die Serie endlich mal reißen wird und wir da irgendwie uns durchwurschteln werden zu einem Sieg. Ja, wäre ja nicht unwichtig. Also stell mal vor, du hast dann nachher 12 Punkte. Ja. Wir haben übrigens in der Bundesliga erst einmal unentschieden gespielt und 5 Niederlagen. Also jupp. Sollten wir vielleicht mal aufbessern, diese Bilanz. Kann ja auch nur besser werden, ne? Ja. Ich glaube, selbst in den letzten beiden Zweitligasaisons war da nicht viel mit Siegen gegen Union. Nee, ich glaube, da haben wir unentschieden gespielt. Also. Danke fürs Minuten. Entschuldigung, das kam unerwartet. Das 1-1 1-1 war, glaube ich, ein Zuhause und dann, ich glaube, auswärts haben wir, glaube ich, verloren, ne? Ja, ich kann mich an das 1-1 noch sehr gut erinnern. Da hat mir das Spiel eigentlich komplett im Griff bis zur 75. Minute oder so. Wahrscheinlich wieder Tirote das 1-0 gemacht, das weiß ich gerade nicht mehr. Und dann machen wir einen dummen Fehler. Bei Union bricht einer mal auf links durch und vorne macht irgend so ein. Ja, weißt du, wer das Tor gemacht hat? Grischer Prömel wahrscheinlich, nein. Ne, oder? Ne? Nein. Wer ist denn dieser andere Vollassi von denen? Sorry. Pass auf, überleg mal bitte sehr genau, wer das Tor gemacht haben könnte. Wer da noch bei denen gespielt hat. War es doch Sebastian Andersson? Ja. In der zweiten Liga? Ja. Sicher? Ja. Was ist vor dir gerade, oder? Ja, also ich weiß es, weil ich da war. In der zweiten, nicht in der ersten? Ja, in der zweiten Liga. Okay. Glaube ich dir nicht, aber okay. Wenn du das sagst, wird das so sein. Ich war nicht da. Bin mir ziemlich sicher. Ich erinnere mich an die Saison, was man welche zu Saison? 0 mal. Ja, Karneval, glaube ich, ne? Ja, unter der Leitung von Matthias Scherz damals noch. Der hat da genetzt ohne Ende. Haben wir nicht auch mal 4-0 irgendwie da geworden, also zu Hause ja, gekommen gegen die? Ja, eine Zeit lang hat man einen richtig guten Track Record gegen die. Ja. Und dann ging irgendwann nichts mehr. Ja. Sollen wir denn mal, wenn wir schon bei Union sind, die 3 Fragen von Union, sollen wir dich mal auf die Probe stellen, wie gut du Union kennst? Schieß los, ich kenne sie gar nicht, also kannst du nur gewinnen jetzt. Die erste Frage kann man wissen, wenn man schon im Stadion war? War ich noch nicht bei denen. Oder meinst du? Wer singt, also ich denke, das wirst du wissen, wer singt denn das Vereinslied von Union Berlin? Ich weiß das nicht.
Ist es Veronika Fischer, Andorra oder Nina Hagen? Ich kenne außer Nina Hagen diese anderen Menschen noch nicht mal. Ich kann dir sagen, das sind ostdeutsche Sängerinnen. Ja, gut, da habe ich mir jetzt fast mal gedacht. Stimmt, andersrum, du hast recht. Ich muss jetzt mal was nachvollziehen, bevor ich hier weitermache. Habe ich recht gehabt, ne? Ja. Wer war unser Tor? Weißt du es auch noch? Zweite Liga. Cordoba, nee. Grille, Christian Clemens. Christian Clemens, okay. Ja. Ja, gut. Und damals saß ein Lukas Dietz auf der Bank bei denen. Tja, nicht verwundert, verschwägert. Nee, mir auch nicht. Bei uns im Mittelfeld, Louis Schaub und Niklas Hauptmann. Yay. Eins von wie viel? 8 Spielen, ne? Ja, wahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke für gar nichts. Ich glaube 12, aber ja, trotzdem. Ja, keine Ahnung, du. Ich hätte Lotto King Karl gesagt. Ich kenne nur Nina Hagen. Oder ja, Veronika Fischer. Ich kenne nur Nina Hagen, also nehme ich auch Nina Hagen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ist richtig. Mir egal. Ist tatsächlich so. Ist das deine eigene Fußballhymne, die wirklich für die geschrieben hat? Oder ja, Eisern Union. Zweckentfremdet ist. Nee, Eisern Union. Das sind die dann in ihrer Nina Hagen Art und Weise, ja. Ne? Eisern Union. Ja, Eisern Union. Ah, okay. Immer wieder Eisern Union. Ja. Dann weiß ich nicht mehr. Immer weiter ganz nach vorne oder irgendwie sowas. Ich war ja mit der Claudia jetzt beim HSV am Wochenende. Warum wissen wir auch nicht so genau, aber wir waren halt da. Das wollte ich tatsächlich fragen, warum. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, weil es ging, weil ein Freund die Karten hatte und dann Corona krank wurde. Über okay. So 10 Ecken. Aber die Hymne, da habe ich sogar ein bisschen Gänsehaut bekommen hier als Wahl-Hamburger, muss ich zugeben. Als sie dann mein Hamburg, ich liebe ich sehr eingespielt haben, habe ich ein kleines bisschen Gänsehaut bekommen. Ist das nicht bei Hamburg meine Perle? Nee, haben sie abgeschafft nach dem Abstieg, um sich von dem alten Schmoller loszumachen. Haben wir diese Uhr da abgebaut, diese Erstliga-Uhr. Nur der Hermann, den gibt's noch. Hermann durften wir tanzen und auf einem Fahrrad fahren sehen. Das war schön. Mhm. Leider haben wir Peter Neuro verpasst. Der wäre nämlich auch im Stadion gewesen. Oh, schade. Ja. Schade, schade, schade. Ja. Aber wie gesagt, Glückwunsch. Erste Frage richtig beantwortet. Oh, viel Glück. Jetzt kommt eine Frage, also die wird tatsächlich schwer sein. Ich hätte sie nicht beantworten können. Wer ist denn der aktuelle Sponsor auf dem Trikot von Union Berlin? Oh, okay, ja. Ist es Around Town, Lionberger oder WeFox? Also gefühlt würde ich jetzt Around Town sagen. Ich habe jetzt keinen Ansatz. Ich hätte gedacht, es wäre sogar irgendwas Deutsches, aber was waren die anderen beiden? Around Town und dann? Around Town, Lionberger und WeFox. Also ich meine, Around Town habe ich schon mal irgendwo in der Bundesliga gesehen. Vielleicht nicht bei denen, das weiß ich jetzt nicht, aber bei irgendeiner Mannschaft. Die anderen, ich meine, irgendwer hat auch Lionberger, ne? Aber ich glaube nicht Union, weiß ich nicht. Ich nehme Around Town. Ist tatsächlich leider falsch. Seit dieser Saison ist es WeFox. Was ist WeFox? WeFox ist eine Online-Plattform für Makler. Okay. War es denn bis letztes Jahr Around Town oder war das? Letztes Jahr war es Around Town und davor war es Lionberger. Also waren alle schon Sponsoren, also Trikotsponsoren von Union. Okay, ja, da. Ja. Und ich glaube, ich habe diese. Ja. Ich habe, glaube ich, diese Saison noch keine Sekunde Union gesehen in irgendeiner Zusammenfassung oder also, sonst was. Ich habe sie ja live gesehen, ich hätte dir die Frage auch nicht beantworten können. Ja. Ich hätte auch Around Town gesagt. Aus der. Wüsste jetzt nicht mal, du warst ja auf Schalke, ich wüsste jetzt nicht mal, was Schalke hat. Rewe ist es ja nicht mehr. Mein Auto. Gazprom sowieso nicht. Meinauto.de. Ja. Die haben, glaube ich, in Hamburg haben die, glaube ich, die Ecken präsentiert oder so. Das Eckenverhältnis wird präsentiert von meinauto.de. Oder die Zweikampfstatistik oder die Auswechslung, da wurde alles präsentiert. So, dritte Frage. Dritte Frage ist interessant. Wer ist denn der Rekordspieler bei Union nach Einsätzen? Ist es A. Christopher Trimmel, B. Thorsten Matuschka oder C. Jan Glinka? Ich hätte jetzt intuitiv sofort Trimmel gesagt, ohne die Auswahl. Ich glaube, Tusche hast du drin, weil der schon mal bei uns hier im Podcast war. Der ist einfach nur als Osterei reingenommen. Und den dritten kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Also bei Fanny ist es der. Hätte ich dir sagen können, war der Torhüter. In der zweiten Liga auch. Ich meine, gut, Torhüter machen natürlich viele Spiele, weil die ja selten rausrotieren. Mhm. Aber Trimmel hat auch eigentlich immer gespielt, wenn er jetzt nicht 35 Jahre alt war. Ich bleib bei Trimmel, weil es meine erste Intuition war. Das ist auch richtig.
Sehr Christopher gut. Trimmel hat 270 Einsätze für Union, Thorsten Matuschka 258 und Jan Glinker 211. Baumgart 11 oder keine Ahnung wie viel. Steffen Baumgart bei Ja. Union. Boah. Unter ferner liefen wahrscheinlich, was die Rekordstatistik angeht. Das wäre eine Frage gewesen. Ah, schade. Ja. Wie viele Schiebermützen frisst Baumgart, wenn wir gegen Union Berlin verlieren? A. Alle. B. Genau. Wir haben ausgeglichen. Beide vier Antworten falsch in der ganzen Saison. Also jeder 4 € in die Saisonwette. Und apropos Saisonwette, da können wir auch weitermachen an dieser Stelle. Müssen wir jetzt ja nur für ein Spiel machen, also nur für Wolfsburg, weil die anderen, das war ja kein unter der Woche, ausnahmsweise mal. So, und zwar jetzt der 5. Bundesligaspieltag. Und da haben wir so Einsatz von 2000ern. Es dürfen jetzt ja einige gewesen sein. Thielmann, 1. Lemperle, 2. Lemperle, Hussein Hussein Basic, 3. Basic, Martel. Hat Martel gespielt? Ja, ne? Ja, Vier. reingekommen für Lubicic. 4. War in dieser Wechselorgie noch irgendwer mit dabei? Nö, also Meiner und Adam Jan, Ja, sind ja alle aber älter. Also 4. Gut, dann haben wir noch Tore von Nicht-Modest, sind 4. Das Eigentor zählt ja auch, ne? Also Ja, zählt auch. Das ist ja. auch ein Tor für uns. Also 4 mal 2 sind 8. Plus wir sind 12 € für diesen Spieltag. Pokalrunde haben wir nicht. Keine rote Es Karte beim Gegner. keine rote Schade, Karte, schade, nein. schade. Aber auch wieder ein F auch wieder eine VAR-Entscheidung zu unseren Gunsten, ne? Also die Saison ist ja echt, wenn die rausrennen, immer pro Köln. Hättet eine wirklich kurze Frage. Hättet ihr das Ding gegeben? Ist das ein Ding, was man overrulen muss? Unabhängig davon, ob es der FC ist? Muss mir mal gerade helfen. Die Entscheidung auf dem Feld war Er hat Elfmeter nicht oder gepfiffen. Weiterspielen? Er hat Ach nicht so. gepfiffen. Also er hat nicht gepfiffen, dann kam VAR und der ist rausgegangen und hat es dann an der Zeitlupe gesehen. Ja, also ich glaube, du musst ihn nicht rauslegen, weil es war kein offensichtlicher Fehler. Aber es ist auch so ein bisschen wie das Drechslerrot. Je öfter du dir das in der Zeitlupe anschaust, umso elfmetergrigarer wurde das. Also beschweren darf er sich nicht, wenn er sofort Elfmeter kriegt. Ob rausschicken und zurückkommen und so ist dann wieder eine andere Frage. Unterm Strich glaube ich, darf ich sich halt über den Elfmeter nicht beschweren, weil er da sehr ungestüm reingeht, der Herr Waldschmidt. Ja, VAR-Eingriff hätte ich aber nicht gebraucht, weil ich einfach gegen VAR-Eingriff in dieser hohen Frequenz bin. Ich finde auch gerade von hinten, als sie das gezeigt haben, hat man gesehen, er zieht durch und trifft ihn voll von vorne. Sah es vielleicht ein bisschen unglücklich aus, aber es war ein klarer Elfer. Jede Entscheidung für den FC ist eine richtige Entscheidung. Ich bleib So ist dabei. es. Gut, dann haben wir es für heute geschafft, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich bei allen, die dabei gewesen sind. Erstens bei dem sehr aktiven Twitch-Chat, der heute wirklich ganz viel Input geliefert hat. Ich hoffe, wir haben alle eure Inputs und Fragen und Anmerkungen und so weiter aufgreifen können. Dann bedanke ich mich bei unserem Gast, beim Christian. Danke, dass du da gewesen bist. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr, sehr gerne. Du bist immer herzlich wieder eingeladen. Und ich bedanke mich auch bei Marco, wie immer jetzt seit, ich glaube, über 100 Folgen dabei. Ja, danke, Marco. Und nächste Woche kann ich schon mal ankündigen, bist du hier hauptverantwortlich für den Podcast, weil ich noch Das im Post-Nizza-Koma sein werde und nicht da sein werde. wird tatsächlich eine. Wie gesagt, wir sind mal gespannt, ob das technisch alles so hinhaut. Ja, also rechnet mal nicht damit, dass ihr in Twitch live dabei sein könnt am nächsten Ich Montag. bin stets bemüht, aber ja, da werden wir uns noch mal zusammen telefonieren müssen, damit ich das auch blicke, was ich machen muss. Und ich hoffe, Genau. dass es hinhaut. Seid aber bitte nicht böse, wenn es nicht hinhaut. Und wenn alles nach Plan läuft, haben wir auch einen coolen Gast in der Folge. Darauf läuft es hinaus. Auch jemanden, der, ich sag mal, über eine gewisse Prominenz verfügt. Mehr verraten wir nicht, Mal oder? verraten wir nicht. Nee. Das ist sehr kryptisch. Nicht, dass es schief geht und dann sitzt da nur der Reik, ne? Das ist Der Reik hat auch für mich eine wahnsinnige Prominenz. Ja, absolut. Hier in unseren Kreisen auf jeden Fall. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. Genau, bis in Nizza für die, die dahin reisen. Bleibt gesund, Ja, bleibt fang uns doch noch. Auf gewogen. den letzten Metern fängt er schon wieder an zu Nee, das hat sprechen, hier ne? jemand in den Chat geschrieben. CEO in Nizza hat er Ja. geschrieben oder sie, ich weiß Ja, nicht. ja, ja, ja. Ja,
Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht Idiot. Tschüss. Tschüss. Ciao.